Das E-Fuel-Auto, wenn der neue Verbrenner kommt, muss von vorne bis hinten klimaneutral sein. Also von der Produktion, vom Wirklich funktionieren. Autoherstellung, beim Ja. Fahren. Und beim Elektroauto sagen wir, das hat null Emissionen. Und wir Ja. machen die Augen zu, wo der Strom Genau. herkommt. Wir machen die Augen zu, wo die Batterie herkommt. Wenn ich halt alles nur immer idealistisch betrachte und aus einem gewissen Blickwinkel, dann findet das halt wenig Konsens und Anklang in der Bevölkerung. Wie lange würden denn die Batterien oder die Speichertechnologien, die wir momentan in der Bundesrepublik haben, ausreichen, um Deutschland zu Ein paar versorgen? Ein Stunden, paar wenn Stunden, wenn überhaupt. überhaupt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Marc spricht mit heute Professor Dr. Michael Sterner. Herr Sterner, hallo. Hallo. Schön, dass Sie da sind. Wir hatten schon schöne Telefonate, schöne Vorgespräche. Es freut mich sehr, dass wir uns jetzt auch persönlich treffen hier in diesen traditionellen alten Hallen der Hainstudios in Berlin. Baujahr 1907. Hier hinten habe ich auch meinen Fuhrpark mitgebracht. Können wir nachher ein bisschen Wunderbar. rumdüsen durch Berliner Straßen. Nein, Spaß beiseite. Ich möchte Sie kurz unserem Publikum vorstellen. Sie sind studierter Ingenieur und seit 2012 auch Professor für Energiespeicher und Energiesysteme in Regensburg. Sie sind Leiter der Forschungsstelle für Energienetze und Energiespeicher. Sie sind eigentlich der Urheber der Power-to-Gas-Technologie und Sie sind zusätzlich auch Mitglied im Nationalen Wasserstoffrat. Sie sind wirklich ein Experte in dem Bereich und es ist ein Thema, das uns gerade auch alle befasst: Energiewende, grüne Transformation, Klimawandel und so weiter. Dieses Video ist Teil einer Reihe, wo ich unterschiedlichste Gäste mit konträren Meinungen einlade, weil dieses Thema natürlich die Bevölkerung beschäftigt und auch spaltet und polarisiert. Mir ist es einfach wichtig, dass wir gemeinsam in den Dialog gehen und dass wir in den Austausch gehen, in den Diskurs, weil der ist meiner Ansicht nach in den letzten Jahren leider unter die Räder geraten. Und mir ist es wichtig, dass der Zuschauer und auch ich mir ein eigenes Bild machen kann, was ist denn wirklich die beste Lösung? Wir müssen über Lösungen sprechen, statt sich gegenseitig nur irgendwelche Vorwürfe zu machen. Deswegen möchte ich da Brücken bauen und deswegen freue ich mich sehr, dass Sie Zeit gefunden haben, heute auch ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen und die Menschen aufzuklären. Herr Sterner, Sie sitzen ja, wie gesagt, in zahlreichen wirtschaftlichen Gremien und beraten auch die Bundesregierung. Wie zufrieden sind Sie mit der aktuellen Energiepolitik der Ampelregierung? Ja, also wie Sie richtig sagen, wir brauchen Lösungen, wir müssen über Lösungen sprechen. Deswegen habe ich ja auch das Buch zu Klimalösungen auch geschrieben. Und jede Regierung hat ihre Eigenheiten und auch ihre Zeit. Und Sie müssen das in Kontext stellen, dass wir halt sehr, sehr lange schon wissen von diesem Klimaproblem und auch das Wissen alles schon seit, ja, physikalisch seit 100, 120 Jahren da ist und ins Bewusstsein der Bevölkerung in den 80er und 90er Jahren gekommen ist. Und dann hatten wir damals auch die Ökosteuer eingeführt, damit halt klimaschädlicher Verbrauch von Öl und Kohle und Gas eine Wirkung hat und Menschen dazu leitet, dass sie sich anders verhalten. Aber dieses Geld wurde dann im Endeffekt umgewidmet und missbraucht, um die Rentenkassen zu stopfen. Das heißt also, wenn wir damals einen CO2-Preis gehabt hätten, den wir langsam eingeführt hätten, dann wäre das alles gar nicht so dramatisch. Das ist wie ein Frosch, der im Wasser sitzt und es wird langsam wärmer, das merkt er gar nicht, ne? Und dadurch, dass wir das jetzt eigentlich im Endeffekt die Vorgängerregierungen das versäumt haben und einfach nur gesagt haben, es ist alles okay, es geht einfach nur so weiter, oder halt einfach relativ wenig gemacht haben, versucht die aktuelle Regierung jetzt schon massiv umzusteuern, weil sie einfach sagen, wir haben jetzt nicht mehr die Zeit, wir haben die Klimaschutzziele, die sind auch völkerrechtlich bindend und wir haben auch entsprechende Gesetze, die halt auch durchs Bundesverfassungsgericht bestätigt wurden. Und jetzt sehen wir halt, oh, wow, das ist jetzt ein sehr ambitioniertes Ziel auf die kurze Zeit. Und auch in den ganzen Energiemodellen, die wir machen, sehen wir halt, es wird jetzt echt eng. Wie willst du diese Klimaschutzziele noch erreichen? Und mein Gefühl ist, dass die derzeitige Regierung, beziehungsweise halt große Teile davon, halt versuchen jetzt wirklich ganz schnell das Ruder rumzureißen. Und wenn aber halt der Dampfer jetzt schon so lange unterwegs war in eine Richtung und man das ganz schnell versucht, dann kann einem auch das Ruder abbrechen. Und das Gefühl habe ich ein bisschen, wenn ich mir die Wahlergebnisse in Bayern und Hessen anschaue, dass wir halt ja, immer die Demokraten zusammenstanden, wenn es darum ging, die Euro-Krise zu bewältigen oder die Flüchtlingskrise 2015 oder halt auch die Corona-Krise. Aber jetzt bei der Bewältigung der Klimakrise haben wir jetzt nicht mehr alle Demokraten stehen zusammen versus Antidemokraten, sondern das bricht halt jetzt in Teilen weg Richtung den Antidemokraten. Und das hat dann zur Folge, dass viele Menschen verunsichert sind und das merken wir gerade auch in Bayern. Diese große Verunsicherung, die kann ich auch wirklich spüren bei den Leuten, auch durch dieses Heizungsgesetz und Ja. alles.
riesen Kommunikationsfehler, die da passiert sind, aber zeitgleich auch jetzt bei den Menschen so stark Angst zu stören, dass die Heizung ausbleibt, dass mein Wohlstand weg ist, wo ich zeitgleich, wenn ich die Menschen anschaue, welche Autos sie vor den Häusern haben oder welche Küchen sie sich leisten, dann fällt das eigentlich nicht so sehr ins Gewicht, das mit der Heizung. Ne? Aber es ist in der Wahrnehmung, wurde es so aufgebauscht, als ist das die größte Bedrohung für uns alle. Und deswegen haben wir da halt jetzt relativ wenig Zustimmung. Ja. Das ist in meiner Wahrnehmung. Und von daher, sie haben erstaunlich viel umgesetzt, also wesentlich mehr als alle Vorgänger. Das kommt meistens völlig auch in den Medien nicht vor. Ich glaube, 65% von dem, was im Koalitionsvertrag steht, ist schon jetzt umgesetzt. Und auch beim Energiewende und Klimaschutz ist sehr, sehr viel passiert. Aber halt in der öffentlichen Wahrnehmung bekommen wir das einfach nicht mit, weil wir immer nur über Heizungen streiten. Und das ist genau die Krux. Wir sehen das in den Modellen. Wir haben ja die Bereiche Strom, wo wir auch leidenschaftlich über Wind und Atomkraft diskutieren, betrifft uns aber nicht so unmittelbar. Wir haben den Bereich Gebäude, da ist dann die Heizung in meinem Keller, da geht es dann schon bei mir ins Eingemachte. Und den Bereich Mobilität, Auto, auch ein sehr emotional belegter Bereich. Und dann die Industrie und die Landwirtschaft mit dem Essen auch. Und das kennen Sie ja selber. Jeder Mensch möchte gern angenommen sein und geliebt sein, so wie er ist. Ne? Das ist ein Grundbedürfnis von einem Menschen, auch was der religiös spirituell ist. Und was jetzt in Bayern passiert ist, ist halt, dass manche Politiker hingegangen sind und gesagt haben, hey, es ist okay, so wie du bist. Du kannst weiterhin deinen Schnitzel essen, du kannst weiterhin dein Auto fahren, du kannst die Heizung drin lassen. Und deswegen hat es so verfangen in der Bevölkerung, weil die diese Bestätigung auch wollen. Aber wenn wir uns nüchtern die Zahlen anschauen, wissen wir alle, dass wir eine Veränderung brauchen. Wir sind ja mitten in einer der größten Krisen der Menschheit in der Klimakrise. Und von daher ist es zwangsläufig, dass wir uns da auch umstellen und ändern müssen. Und das den Menschen irgendwie einfach zu erklären und nahe zu bringen, das ist, glaube ich, eine Aufgabe von der Politik, die sie bisher nicht wirklich ausreichend gut gemacht hat, auf allen Ebenen. Ja. Also Robert Habeck ist ja schon ein guter Rhetoriker, finde ich. Der kommt schon ganz gut rüber. Ich glaube einfach, die Verunsicherung ist da. Einmal natürlich Kreichen war natürlich eine schwierige Causa und die Agora Energiewende hat natürlich auch einen Geschmäckle, muss man ganz ehrlich sagen, dass da so Lobbyistenvereine tief ins Ministerium reingekretscht sind. Dann sehen wir natürlich den Atomausstieg, wo jetzt viele Kollateralschäden auch entstanden sind. Und wir haben ja aktuell in Deutschland auch einen der höchsten Strompreise. Und die Menschen sind verunsichert, wo die Reise hingeht. Die Länder um uns herum schalten alle ein. Also Polen baut ein Atomkraftwerk, Italien will zurückkehren, Frankreich hat sogar die Renaissance der Atomkraft ausgerufen, also Macron. Wir sehen, dass Großbritannien seine Klimaziele deutlich zurückgeschraubt hat, weil die Ministerin hat gesagt, man möchte nicht den Wohlstand des Landes gefährden. Es bringt keinem was, wenn der UK, die United Kingdom bankrott geht, dann kann man auch nicht mehr die grüne Transformation finanzieren. Glauben Sie, dass wir uns ein bisschen verrannt haben, dass wir eigentlich so auf der Energieautobahn der Geisterfahrer sind und spätestens jetzt nach dem fünften Auto merken müssten, dass wir vielleicht auf der falschen Richtung sind, weil uns ja keine Länder so richtig folgen? Und war es nicht auch doch ein Fehler vielleicht, die Atomkraftwerke vom Netz zu nehmen, weil die ja eigentlich klimaneutral sind? Nee, es ist eigentlich das Gegenteil von dem, was Sie gerade sagen. Okay. Wir sind auf der Autobahn, wo alle fahren. Wir haben weltweit 90% der Investitionen gehen in Wind und Photovoltaik und Solar. Ne? Also das ist definitiv, und die Atomenergie ist auf dem absteigenden Ast global gesehen, weil sie einfach viel zu teuer ist und damit auch nicht wettbewerbsfähig. Wenn Sie jetzt ein neues Atomkraftwerk bauen möchten, haben Sie, wie wir in Finnland und Frankreich gesehen haben, eine Zeitverzögerung von 10 bis 15 Jahren. Zusätzliche Bauzeit, die Kosten haben sich meistens verdreifacht. Wir haben gestern auch unsere Arbeiten mit den Franzosen vorgestellt, die wir auch in der französischen Botschaft präsentiert haben. Und wenn Sie rein makroökonomisch, volkswirtschaftlich das laufen lassen, dann macht Frankreich automatisch einen Atomausstieg, weil einfach die Kosten zu hoch sind. Der einzige Grund, warum man das noch in Frankreich hält, und das hat auch der französische Energieminister mal auf einer Konferenz offen gesagt, ist, dass man halt aus dem Uran auch Plutonium gewinnt und damit halt auch die Atomwaffen bauen kann. Also das ist wirklich der enge Link. Selbst es wird sich überhaupt nicht lohnen, aber man hält trotzdem daran fest, aus Gründen der nationalen Sicherheit über die Absicherung der Atomkraft. Aber muss ich kurz unterbrechen, was ist mit Polen? Will Polen auch die Atombombe bauen? Nein, das nicht, aber das erklärt im Endeffekt halt, warum das England und Frankreich noch immer halt an der Atomkraft festhalten, auch wenn es halt nicht wirtschaftlich ist. Und warum das andere Länder nach wie vor tun, mit welchen Kosten sie rechnen, da würde ich ein sehr, sehr großes Fragezeichen machen, weil wir sehen halt in den Daten, dass halt neue Atomkraftwerke locker beim 5- bis 10-fachen vom Strompreis sind, wie wenn sie Wind und Solarenergie machen. Ne?
müssen wir auch Wind und Sonne natürlich absichern mit Speichern, da können wir später noch drüber reden. Dazu, ja. Aber halt bei der Atomenergie, denke ich, war es halt ein großer Fehler, nur auf das Uran zu setzen, weil das hat halt einfach immer die Folgen mit dem Langzeitatommüll, du hast die Gaugefahr, du hast diese militärische Verbindung, du hast die Ressourcenthematik, also das Thema ist eigentlich durch, auch nach 40 Jahren gesellschaftlicher Konsens zu nehmen. Ich war auch, nachdem wir 2001 ausgestiegen sind, 2010 wieder eingestiegen sind, 2011 dann ausgestiegen sind. Aber das muss dann auch eine Konsequenz haben, ne? Dass man, wenn man aussteigt aus einer Grundlasttechnologie, dann muss ich auch dafür sorgen, dass genügend Wind und Sonne aufgebaut wird. Die sind aber schwankend, da brauche ich dann die Netze und die Speicher dazu. Mhm. Und es ist halt sehr bezeichnend, dass gerade die Ethikkommission hat ja 2011 das auch beraten und da war auch CSU-Abgeordnete Alles Glück drin und der Bischof Marx, und der Alles Glück hat im Nachhinein gesagt, das war der größte Fehler meiner Partei, der CSU, dass wir uns das Klimathema überhaupt nicht wirklich angenommen haben. Und damals war aber die Empfehlung, wenn ihr aussteigt aus Atomkraft, dann müsst ihr einsteigen in Wind, Sonne, Speicher, Netze. Ja. Und die bayerische Landesregierung hat im Endeffekt das Gegenteil gemacht. Trassen verhindert, Speicher verhindert, aber halt auch nicht Wind ausgebaut. Und jetzt stehen wir halt da, wo wir da sind. Und ich habe mir immer gedacht, warum machen die das? Und internas haben wir immer gesagt, naja, wir sind halt eine Atompartei, wir wollen eigentlich wieder zurück. Und natürlich, wenn sie das alles nicht machen, dann haben sie die Legitimation zu sagen, wir lassen jetzt die Atomkraftwerke weiterlaufen. Aber was hätte das gebracht? Ja. Und das war für mich immer die Frage, ja, wir können uns das doch nüchtern anschauen. Lassen wir sie noch ein bisschen länger laufen, weil jetzt haben wir eine neue Situation mit dem Ukraine-Krieg. Aber dann die Netzbetreiber, die vier Netzbetreiber, die für die Stabilität der Stromversorgung in Deutschland zuständig sind, die haben die Berechnungen gemacht und haben gesagt, das wird gerade mal 0,2% des Gasbedarfs reduzieren und 10% beim möglichen Blackout-Fall absichern. Also es ist wirklich, der Nutzen ist relativ gering gegenüber halt den gesellschaftlichen Fragen, die dann wieder aufkommen und halt auch den Folgen. Und von daher ist das Thema eigentlich für mich durch. Und weltweit haben jetzt in fast über 100 Ländern die Leute auch das EEG kopiert. Wir haben jetzt auch im Wasserstoff ein ähnliches System mit H2 Global, was jetzt auch wieder global extreme Resonanz findet. Also wir sind als viertgrößte Volksnation mit den historisch viertgrößten Emissionen an CO2 in dieser Welt, auch tragen wir auch eine Verantwortung, haben auch eine Führungsrolle. Und von daher wird es schon auch sehr wahrgenommen im Ausland, was wir machen. Und viele sagen, wenn ihr das schafft, dass ihr klimaneutral werdet auf Basis von 100% erneuerbaren Energien, dann ist es als Industrienation, dann ist das wirklich auch ein Vorbild für uns. Also da haben wir auch eine prägende Funktion. Ist aber eine heiße Wette natürlich, weil wenn es nicht klappt, dann haben wir unseren Wohlstand ja verspielt. Also ja, richtig. Aber woran hängt der Wohlstand? Ne? Also wenn wir jetzt sehen, dass Italien, Spanien austrocknet und wir durch die Klimaveränderung halt auch aber dann würde Atomkraft wieder Sinn machen. Weil Atomkraft ist ja von der Europäischen Union ja als grün geartet worden, emissionslos. Genau. Wir sehen, ja, 8 Kraftwerke werden momentan in China gebaut. Ja. Weltweit sind über 100 geplant. Ja. Wir sehen aber auch Fortschritte, technologische Fortschritte im Bereich Kernenergie, also Dual Fluid zum Beispiel, deutsches Unternehmen und so weiter, dass der Atommüll komplett sozusagen auch wieder als Energiequelle verwendet wird und es gar kein Atommüll entsteht. Das wird ja außen vor gelassen. Und es gibt ja die Studien, dass 8 Kernkraftwerke momentan wieder sofort reaktiviert werden würden. Mhm. Und Fakt, also zur Wahrheit gehört ja auch, dass wir jetzt mehr Kohle verbrennen als zuvor. Also dass Herr Habeck ist ja Kohleminister, dass wir den CO2-Ausstoß ja erhöht haben. Also das gehört auch dazu zum Gesamtbild. Also mir geht es einfach darum, wir sollten nicht dogmatisch denken, sondern lösungsorientiert denken. Vielleicht muss man auch sich wieder offen gegenüber neuen Technologien stellen. Wir kommen gleich auch noch zu Power-to-Gas und Wasserstofftechnologie. Aber jetzt zu sagen, dass das jetzt abgehakt ist, auch wie es Herr Scholz gesagt hat, dass es nicht mehr diskutierbar ist, finde ich eine gefährliche Entwicklung. Und ich glaube, das merken auch die Menschen, dass da was nicht stimmt, weil die EU sagt, ist auf jeden Fall klimaneutral und emissionslos und sollte gemacht werden. Und wir sagen als einzige Nation, nö, passt nicht, machen wir nicht. Richtig, aber da müssen Sie halt auch immer die ganze Vorkette anschauen, Gerne. Also wo das Uran herkommt. Und wir haben ja zig Sanktionen gemacht gegen Russland, ja, mit Öl und Kohle. Und dann geht es wieder über Umwege, über Indien kommt es dann doch wieder zu uns. Aber bis heute haben wir kein Importembargo gegenüber Uran und Brennmaterial für die Kernkraftwerke. Ja. Also das ist auf Wunsch von Frankreich. Ja. Mhm. Und da sehen Sie schon auch, dass wir nach wie vor das russische Regime unterstützen über diese Art und Weise. Finde ich persönlich nicht in Ordnung. Sie haben recht in der Sache, dass man sagt, ich schaue mir das mal neutral an. Und wenn Sie halt wirklich dann das Uran fördern und im Bergbau fördern, da entstehen auch Emissionen.
Emissionen, die Sie in der Gesamtkette betrachten müssen, die sind aber vergleichbar zu Windkraft. Ja. Also das sind wir relativ klima, so CO2-arm, möchte ich mal sagen, wissenschaftlich korrekt. Bei dem Punkt, dass wir offen bleiben sollten, da bin ich bei Ihnen, ja. Man hat leider. Aber Sie gerade gesagt haben, das ist für Sie erledigt, das Thema. Nein, das hat der Scholz gesagt und so. Also ich würde, Sie sehen ja, dass wir auch in der Forschung offen bleiben bei der Kernfusion, auch wenn das aus meines Erachtens einfach viel zu spät kommt. Aber die Bundesregierung gibt ja jetzt 1 Milliarde aus für die Kernfusionsforschung. Ja. Also das ist nicht so, dass das ad acta gelegt ist. Und das andere ist halt andere Stoffe wie Thorium, die man halt nicht mehr weiter erforscht hat, weil man daraus keine Atombomben bauen kann. Das ist einfach nur dumm gewesen in meiner Sache. Ja, weil absolut. Die halt viel weniger Müllthematik hatten, Ressourcenthematik, Sicherheit und ja, aber da in die aber Richtung die kleinen, ist halt nicht gegangen. Genau, ne? Die kleinen Reaktoren kommen ja, gerade in den USA wird es massiv vorangetrieben. Ja, Thorium ist aber nicht von den Kosten. Ja, wahrscheinlich. Lassen Thorium. Sie sich mal die Kostenprojektionen geben für Kernfusion und diese kleinen Reaktoren. Ja. Die sind wirtschaftlich nicht durchsetzbar. Und das bezeichnende Erlebnis für mich war da in der Schweiz. Die Schweizer sind ja bekannt für ihre Neutralität. Mhm. Ne? Und da war ich bei der Tagung der energieintensiven Industrie, die wirklich ja 1:1 gekoppelt sind mit der Atomenergie. Klar. Und die auch sagen, hey, wir brauchen günstigen Strom, damit wir einen Standard halten können. Absolut verständlich. Und dann sagt halt ein Schweizer Banker, ja, wir haben uns die Zahlen angeschaut und das dauert jetzt einfach viel, viel länger. Die Kosten verdreifachen sich. Es ist einfach ein unkalkulatorisches Risiko, da nochmal neu zu investieren, selbst wenn wir dürften. Wir würden als Bank da kein Geld reingeben, weil das Risiko einfach zu groß ist. Mhm. Und wenn das, ne, unabhängig von jeder ideologischen Diskussion, am Ende wird nur das gebaut, was wirtschaftlich Sinn macht. Und wenn Frankreich halt dann noch ein weiteres Interesse hat, wie eben Atomwaffen, dann wird das finanziert oder legitimiert aus dieser nationalen Sicherheitsschiene. Aber wenn Sie das am freien Markt laufen lassen, dann wird sich das nicht zeigen. Ja, verstehe ich. Was ich jetzt nicht verstanden habe, ist natürlich dieses Framing mit Russland und Frankreich, weil wir wissen ja beide, dass natürlich der Großteil des Urans für Frankreich natürlich aus Afrika kommt, vor allem aus Niger. Bisher, genau. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert, aber nichtsdestotrotz, da war ja ein bisschen Kolonialbestrebungen noch immer da von den Franzosen. Aber das Thema Kernenergie, wie gesagt, würde ich jetzt nicht ad acta legen. Und wir sehen ja auch, dass seit dem Atomausstieg Deutschland vom Stromexporteur zum Stromimporteur mutiert ist. Seit April haben wir so viel Strom importieren müssen aus anderen Ländern, weil er günstiger war, wie noch nie. Das zeigt ja auch dieser Chart, den wir jetzt gerne einblenden werden. Also irgendwie haben wir uns ja da schon ins eigene Knie geschossen, oder? Sehe ich das falsch? Nee, das würde ich überhaupt nicht so sehen. Mhm. Weil Sie haben das ist leider ein Missverständnis, weil viele halt den Strommarkt auch nicht verstehen. Der bildet sich immer in den Grenzkosten und der Strompreis folgt immer genau dem Grenzkostenkraftwerk, was ein Gaskraftwerk in der Regel ist und der koppelt sich 1:1 am Gaspreis. Der Atomausstieg 2000, immer wenn wir Atomkraftwerke abgeschaltet haben, haben sie das nicht feststellen können an der Kurve, ne, dass dann die Preise ausgeschlagen werden. Und das haben wir auch jetzt beachtet, als wir die letzten 3 abgeschaltet haben. Da hat sich das auch nicht wesentlich verändert. Und es ist immer so der große Glaube gewesen, oh, jetzt importieren wir ganz viel aus dem Ausland. Im letzten Jahr, was wirklich das Krisenjahr war, da hat ja Frankreich alles gezahlt für ihren Strom, weil ja die Hälfte der Atomkraftwerke da niederlag. Mhm. Und dann haben die wirklich alles gezahlt und extrem viel Strom von uns importiert. Das heißt, wir haben 61% mehr Strom exportiert letztes Jahr als importiert dieses Jahr. Und wir haben dabei 4 Milliarden Euro verdient. Also das ist die nüchterne, statistische, faktische Zahl. Mhm. Und dieses Jahr hat sich das natürlich verändert durch den Atomausstieg. Also wir exportieren jetzt nicht mehr so viel, aber es hält sich relativ gut die Waage. Und wir bauen halt sehr viel Photovoltaik zu. Also die Strommengen insgesamt kompensieren wir. Aber wir müssen uns natürlich auch um das Netz- und Speicherthema kümmern. Das ist ein richtiges Thema und ein wichtiges Thema. Aber die Zahlen jetzt hier auch von der deutschen Bundesnetzagentur zeigen halt seit April, dass wir halt Strom importieren müssen. Ja, aber Sie müssen ja das Gesamtzahl da anschauen. Wir waren immer Exporteur über Jahre Zeit. Genau, das stimmt. Und jetzt das sieht haben man auch wir ausgeglichene Import-Export-Bilanz. Das ist ja auch immer gut volkswirtschaftlich. Mhm. Weil wenn wir nur exportieren würden und nichts importieren, dann würden uns die Leute auch keine Produkte abkaufen. Also das ist im Ausgleich ist es drin, genau. Und was sagen Sie dazu, dass jetzt praktisch der Industriestrom von der Regierung subventioniert werden soll? Ist es nicht auch irgendwie eine Art Offenbarungseid?
Das macht Frankreich und England schon seit geraumer Zeit. Aber wir haben und ich bin eher ein Fan auch von der Marktwirtschaft. Also ich finde, man sollte das einfach so lassen und die Marktkräfte wirken lassen. Also von daher, aber natürlich verstehe ich die energieintensive Industrie, die einfach, ja, die waren halt das bisher gewohnt. Schauen Sie sich das Geschäftsmodell von BASF an. Das war ja immer, wir holen günstiges russisches Gas rein und es hat sich so gelohnt, dass sie sogar eigentlich Handelsgesellschaft, Pipeline und alles Speicher gebaut haben und machen daraus dann Wertschöpfung. Und jetzt ist das weg. Und jetzt müssen wir uns natürlich neu orientieren. Mhm. Und bei ein anderer wichtiger Rohstoff oder Energieträger ist halt der Strom, der reingeht, auch in der Chloralkali-Elektrolyse. Und bei denen war ich auch auf der Tagung und denen stand natürlich die Angst im Gesicht letztes Jahr, als die Strompreise so hoch waren, weil globale Commodities, die transportieren sie weltweit. Und dann sagen sie natürlich, naja, dann gehen wir halt dahin. Also das ist absolut berechtigt. Aber das ist auch wichtig zu verstehen, dass die ganze Wertschöpfung, die wir hier haben in der Grundstoffindustrie, also sei es jetzt Stahl, Nicht-Eisenmetalle, Chemie, Glas, Erden und so weiter, die energieintensive Industrie, dass darauf unser ganzer Maschinenbau, Fahrzeugbau, alles, die ganze Wertschöpfungskette aufbaut. Und Sie haben ja vorher die Agora angesprochen, da bin ich halt überhaupt nicht der Ansicht wie die Agora, dass wir sagen, naja, wir defossilisieren Deutschland, machen Klimaschutz dadurch, dass wir keine Industrie mehr bei uns haben und keine Raffinerien mehr haben, ne? Und dann halt einfach nur noch Nafta, also so ein Rohbenzin, importieren. Und das ist schon, weil Sie es vorhin auch angesprochen haben mit Patrick Reichen, das sehe ich schon als kritisch. Deswegen glaube ich, ist auch das Heizungsgesetz so gekommen, wie es gekommen ist. Hat ja auch beim Holzheizen, da haben wir den Menschen immer gesagt, Leute, das ist ein nachwachsender Rohstoff, der wächst bei uns, das Geld bleibt bei uns, heimisch, CO2-neutral. Ja, und da wirklich den Leuten gesagt, baut kein Öl und Gas ein, macht Pellets. Holz, oder? Macht Pellets. Genau. Und wir haben ja auch 90% der Pellets kommen auch aus Reststoffen bei uns. Genau. Und solange du irgendwie Holz verarbeitest, hast du auch Holz. Müll, ja. Also, und da hat man die Leute halt ideologisch vom Kopf gestoßen, weil man gesagt hat, naja, wenn wir es jetzt verbrennen, dann ist CO2 in der Luft und dann irgendwann müssen wir es wieder einfangen durch irgendwas. Aber eigentlich, dass ich, bevor ich Holz verbrennen kann, muss der Baum erstmal wachsen und dabei speichert er das CO2, was dann wieder rauskommt. Das hat ziemlich zu Verstimmungen geführt und auch zu viel Wut da in Erding und so. Und das war halt, ja, wenn ich halt alles nur immer idealistisch betrachte und aus einem gewissen Blickwinkel, dann findet das halt wenig Konsens und Anklang in der Bevölkerung. Finden Sie es generell also auch als Staatsbürger eine gefährliche Entwicklung, wenn solche Lobbyvereinigungen tief in Ministerien reinkommen und dann wirklich ideologisch, dogmatisch da die Politik mitbestimmen? Weil dann verstehe ich auch das Resultat von solchen Wahlen leider als Protestwahl. Ja, es hat damit zu tun. Absolut. Weil Patrick Reichner hat ja gesagt, wenn ihr wissen wollt, was ich mache, dann lest Agora. Und ich habe halt selber Studien gemacht, auch für die Agora Energiewende. Ja. Und einfach nur das zum Illustrieren. Als Wissenschaftler kommst du halt dann zu deiner Konklusion mit RWTH Aachen und TU Dortmund und allen Größen der Speicherwissenschaft. Und dann haben wir eine schöne Studie gemacht 2014 für die Agora Energiewende und wir hatten die Aussage, also, wir brauchen vorerst nicht viele Speicher, wenn wir die Netze bauen, wenn wir alles, was am Stromnetz hängt, flexibel gestalten, sodass die Leute dann Strom verbrauchen, wenn viel Wind und Sonne da ist. Und langfristig brauchen wir aber sehr viele Speicher und die sind auch im Markt. Mhm. Und die Agora hat dann die Schlagzeile daraus gemacht, der Ausbau erneuerbarer Energien muss nicht auf Speicher warten. Dann haben sie es exklusiv der FAZ gegeben und die hat dann getitelt, Energiewende braucht keine Stromspeicher. Ja, merken absurd. Sie was? Ja, absurd. Und das ist dann, das hat dann dazu geführt, dass auch Vorstandsetagen von großen deutschen Industriefirmen, Unternehmen halt gesagt haben, okay, das Thema ist für uns erledigt, wir investieren da nicht mehr. Genau. Und von daher ist es schon, ich habe es jetzt jüngst erst wieder gehabt, beim Wasserstoffimport, wo ich halt wirklich gesagt habe, Leute, diese Studie, da kommt jetzt raus, dass es sagt, wir schließen gewisse Energieträger aus, die klimaneutral sind, weil wir sie nicht mögen, Klammer auf, Klammer zu. Oder weil wir Angst davor haben, dass da noch ein Kohlenstoff drin ist, sei es jetzt ein synthetisches Erdgas, das, was ich damit entwickelt habe. Ne? Oder halt Methanol oder die E-Fuels. Mhm. Wird als Teufelszeug manifestiert. Und der reine Wasserstoff und das reine Elektroauto ist dann das Tolle. Und dann schaust du halt rein und das ist halt wichtig zu wissen, auch in der Bevölkerung. Jede Studie, die ich mache, trifft Annahmen. Und die Annahmen bestimmen das Ergebnis. Und wenn ich jetzt vorne annehme, dass beispielsweise bei den E-Fuels das notwendige CO2 aus der Luft geholt wird, können Sie sich so vorstellen, Sie müssen 2500 Kubikmeter Luft durch ein Gebläse durchlassen, um da ein Kubikmeter CO2 rauszufischen. Das ist extrem aufwendig und damit teuer. So, Sie können aber das CO2 auch aus einer Bioethanol, einer Biogasanlage
eins zu eins rausfischen mit fast keinem Aufwand oder aus einer Zement- oder Kalkanlage, da muss immer CO2 geben. Ja. So. Und das ist wesentlich günstiger und einfacher, als wie das aus der Luft zu ziehen. Sondern wenn Sie jetzt in diese Studien reinschreiben, es wird aber aus der Luft kommen, dann, und das ist, Sie wissen schon, das ist teuer und aufwendig, dann kommt hinten raus, die Ergebnis sind teuer. Genau. Ja, das und ineffizient und ja, was weiß ich was. Ja, ja. Und von daher immer Augen auf, wenn Sie Studien lesen, schauen Sie, was wurden da für Annahmen getroffen und was macht man dann für Botschaften draus. Und wer ist finanziert? Egal ob Agora oder nicht, oder Öllobby oder Gaslobby. Cui bono, muss man sich immer fragen. Jeder hat ein gewisses Interesse und deswegen liebe ich halt die Verbandsarbeit im VDI oder in den Gremien, wo wir einfach sagen, was ist denn das Zielbild, wo wollen wir hin als Volkswirtschaft, wer hat welche Interessen und wie können wir das miteinander ausgleichen, anstatt dass sich eine Lobbykraft durchpaust bis ins Ministerium. Ja. Jetzt besteht natürlich auch die Gefahr, und das hatten wir ja schon erlebt mit Solar, dass Deutschland den Solarboom teuer mit Steuergeldern subventioniert und dann ist dann woanders produziert wird und die Wertschöpfung woanders stattfindet. Die gleiche Gefahr sehe ich natürlich jetzt auch, wenn es um die erneuerbaren Energien geht. Und wir sind uns beide, denke ich mal, einig, grundlastfähig sind halt vor allem natürlich Atomkraft und natürlich fossile Energieträger, Kohle, Gas, aber natürlich auch Öl. Und die Welt braucht momentan, glaube ich, 86% der weltweiten Energie entsteht durch fossile Energieträger und das andere durch erneuerbare Energien. Ich glaube, China baut momentan alle 2 Wochen ein Kohlekraftwerk im statistischen Durchschnitt. Wir sehen, Indien möchte noch lange auf Kohle bauen, bis 2035 auf jeden Fall. Und jetzt kommt natürlich auch Ihr Buch. Sie haben ein Buch geschrieben, was ich sehr lesenswert fand, nämlich So retten wir das Klima, wie wir uns unabhängig von Kohle, Öl und Gas machen. Den Link findet ihr natürlich unten, auch alle Informationen zu Herrn Sterner. Und ich fand es wirklich sehr lesenswert, war auch ein Bestseller, weil sie wirklich Alternativen aufzeigen. Ich bin immer lösungsorientiert. Ja. Ich möchte immer wissen, wie können wir wirklich unabhängig werden von vielleicht fossilen Energieträgern. Ja. Vielleicht könnten Sie uns das kurz sagen, wie können wir denn von grundlastfähigen Energieträgern zu leider Flatterstrom, wie es Herr Sinn zum Beispiel nennt, die halt Dunkelflauten haben, mal weht Wind, mal weht kein Wind, Sonne scheint auch nicht immer in Deutschland, ist eher traditionell sonnen- und windarm. Wie können wir denn tatsächlich das nachhaltig implementieren, um auch einen Wirtschaftsstandort wie Deutschland langfristig am Funktionieren zu haben und auch natürlich wettbewerbsfähig zu halten, weil wir hören jetzt viele Industriebosse und auch Gewerkschaften, die sagen, ja, die Industrialisierung ist im vollen Gange und so weiter. Also was ist da die Lösung? Und ich denke mal, Sie werden jetzt wahrscheinlich auf Speicher zu sprechen kommen. Unter anderem, also Sie haben recht und man muss es wirklich so einfach erklären. Ich habe in meinem ersten Leben, ich bin auch über die Realschule gekommen und dann habe ich Elektriker gelernt und dann erst das Abitur gemacht, also ich weiß, was ich tue. Ja. Und das ist das, was ich dann oft auch in der Politik vermisse, dass die Leute halt im abstrakten Berlin halt im Ministerium was entscheiden und dann bin ich vor Ort und mache einen Vortrag zur Windenergie und habe dann Polizeischutz, 2 Reichsbürger da sind, also es ist wirklich heftig und ach mein Gott, also da ist schon alles Mögliche gewesen, aber du musst den Leuten das erklären und vor Ort darstellen und auch die Ängste nehmen, die ja teilweise auch berechtigt sind und da sind. Und deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, um diese ganzen Mythen halt zu entlarven oder halt einfach klarzustellen. Und ja, Wind und Sonne sehen wir halt einfach, sind die günstigsten Ressourcen mit dem geringsten Flächenverbrauch, mit dem größten Potenzial auch in Deutschland. Also wenn Sie jetzt stattdessen Biomasse anbauen, brauchen Sie halt sehr viel Fläche, die dann halt wieder für Nahrung und Futter wieder weniger da ist. Und also als Beispiel. Und Wind und Sonne, wie Sie schon gesagt haben, sind aber nicht konstant da. Die sind halt wetterabhängig. Und ich komme aus der Landwirtschaft. Du hast dich auch in der Landwirtschaft immer sehr die Urform der Wirtschaft, Landwirtschaft. Ja. Und auch wenn du kein Land mehr hast, mit dem du wirtschaften kannst, also da hast du auch keine Wirtschaft mehr und keine. Also die Ressourcen, die Umwelt ist eigentlich noch immer die Muttergesellschaft von der Wirtschaft eigentlich selber und die Wirtschaft eine Tochtergesellschaft von der Umwelt, weil ohne Umwelt kannst du nicht wirtschaften. So vom Grundverständnis. Und in der Landwirtschaft hast du dich immer auch auf Wind und Wetter angepasst. Jetzt sind wir aber halt im Laufe der Zeit in Häuser gezogen, haben uns Dächer drüber gemacht, haben uns warm angezogen, wir haben uns dem Wetter angepasst. Und wenn wir jetzt die Stromversorgung umstellen von einer konstanten Grundlast hin zu einem fluktuierenden, schwankenden Strom, dann müssen wir diesen schwankenden Strom auch gut verteilen. Also es ist einerseits diese Netze, die wir brauchen dafür, weil wenn Sie eine Windkraftanlage nehmen, ja, da ist schon relativ oft Dunkelflaute. Aber wenn Sie die europaweit betrachten, haben Sie immer irgendwo Wind. Ne? Und das sehen wir schon auch in den Rechnungen, dass also ein europäisches Netz, ein starkes Verbundnetz ist
eine Abhilfe dagegen. Das Zweite ist aber physikalisch, sie brauchen nicht nur einen räumlichen Ausgleich, dass sie die Energie verteilen, sondern auch einen zeitlichen Ausgleich. Weil es kann auch mal sein, dass in ganz Deutschland kein Wind weht. Was machen sie? Dann haben sie diese Dunkelflaute. Und da kommen dann die Speicher ins Spiel. Und eben auch, also die Pumpspeicher, die wir schon seit 100 Jahren haben, die wurden teilweise auch gebaut, um die Atomkraft zu unterstützen, weil die ja, das haben wir ja schon in den 70er Jahren gemacht, da gab es Anreize, dass sie einen Nachtspeicher ins Haus stellen, der in der Nacht den Atomstrom aufnimmt und tagsüber die Wärme abgibt. Und da hat man Anreize gesetzt, halt das da auch auszugleichen. Eine ähnliche Anreize braucht man jetzt halt für Wind und Sonne, dass ich immer dann Strom verbrauche, wenn der da ist. Und also das sind die Netze, dann ist es das Lastmanagement. Ich habe mittlerweile auch ein Stromtarif, wo ich zu Hause einfach nur an meinem Zählerkasten, ist jetzt keiner mehr, wo eine Scheibe läuft, aber wo halt Zahlen stehen, digitaler. Da ist eine Infrarotschnittstelle, da klatsche ich einen Infrarotlaser drauf, der funkt meinen Verbrauch an meinen Stromanbieter und dann habe ich in jeder Stunde einen anderen Stromtarif. Ich habe also direkt die Stunden- und Börsenpreise. Ja. Und das heißt, ich habe am Sonntagnachmittag, wenn keiner den Strom braucht, einen Strom für 12 bis 10 Cent. 10 bis 15 teilweise. Ne? Und dann habe ich aber auch wieder Stunden mit 40. Und das ist halt wesentlich günstiger als wie nur die 40 Cent die ganze Zeit. Also wenn ich da mein Elektroauto lade oder wenn ich da meinen Strom verbrauche, dann profitiere ich auch von dem günstigen Wind- und Solarstrom. Also in diese Richtung läuft es auch. Und dann brauchen Sie neben dem Lastmanagement, das macht die Industrie heute auch schon, brauchen Sie noch die Speicher. Und da haben wir eben, wie gesagt, die Pumpspeicher. Wir haben immer mehr Batterien auch. Müssen wir auch gucken, wo kommen die Rohstoffe her und wie schaut das Recycling aus. Aber das ist technisch eigentlich alles auch gelöst. Es wäre noch toll, wenn wir auch die Speicher, die wir in den Autos haben, mit einbinden können in die Stromversorgung. Aber das ist alles Kurzzeitspeicher. Das ist alles für wenige Stunden hält Ihnen das den Blackout fern. Wenn Sie, aber es gibt auch Situationen, wo wir 2 Wochen haben. Oder 3. Und da brauchen Sie halt dann eine Speicherform. Also 3 Wochen Dunkelflaute, meinen Sie? Genau. Okay, was macht man da? Weil wie lange würden denn die Batterien oder die Speichertechnologien, die wir momentan in der Bundesrepublik haben, ausreichen, um Deutschland zu versorgen? Ein paar Stunden. Wenn überhaupt. Ja. Also Industrie und Privathaushalte? Nein, weil die Speicher, die wir bisher nutzen, sind ja uralte gespeicherte Sonnenenergie in Form von Kohle, Öl und Gas. Hauptsächlich Gas und Kohle. Das ist ja auch früher mal gewachsen als Biomasse. Ja, ist dann irgendwann Torf geworden, Braunkohle, Steinkohle und Erdöl und Erdgas. Und das Problem, dass wir es verbrennen, ist halt jetzt dieser Schock an CO2, dass du innerhalb von einem Jahr so viel CO2 in die Luft schmeißt, verbrennst auch, wie in 3 Millionen Jahren aus der Umwelt entzogen wurden. Das ist halt das, was das Klimaproblem auch verursacht. Und wir haben uns halt gedacht, ja, das ist momentan unser Backup, dieser fossile Speicher. Und wenn wir den jetzt ersetzen, dann brauchen wir sowas Ähnliches, wie die fossilen Energieträger. Und dann sind wir halt gekommen mit der Idee über Power to Gas, dass wir nicht bloß Wasserstoff erzeugen über die Spaltung von Wasser, sondern den Wasserstoff noch verbinden mit CO2 zu Erdgas im Endeffekt. Aber weil das Gas nicht aus der Erde kommt, sondern halt aus Wind- und Solarenergie, habe ich es halt Windgas genannt, Solargas, ist auch Power to Gas. Und mit dem kann man dann halt auch Auto fahren. Deswegen hat auch Audi die erste große Anlage gebaut. Und die Technologie ist schon vor 10 Jahren absolut reif gewesen, anders als es die Agora Energiewende behauptet. Ja. Sie können bei MAN, bei ThyssenKrupp, bei allen können Sie diese Anlagen bestellen und umsetzen. Also es ist technologisch völlig ausgereift. Es hat halt bisher, hat es immer geheißen, naja, toll, wir können damit mit Wind und Sonne 1:1 ins Gasnetz rein. Und der Rainer Barke, der damals auch Staatssekretär war, hat gesagt, Herr Stern, ist die Lösung vom gordischen Knoten, das ist die Speicherung. Jetzt können wir mit Wind und Sonne ins Gasnetz und dort speichern, die Speicher kennen wir seit dem letzten Jahr. Und wenn Sie dann ein Gaskraftwerk dranhängen, können Sie über 3 Monate jede Dunkelflaute ausgleichen. Mhm. Und das ist das technisch Machbare und Lösbare. Und jetzt gehen halt viele und sagen, wir machen das mit reinem Wasserstoff, aber das ist technisch wesentlich aufwendiger. Und unser Problem war halt immer nur, dass es hieß, hey Leute, ihr macht ein Molekül, was wir sehr günstig aus Russland bekommen. Ich hatte das vorgestellt beim Peter Altmaier, der hat dann gesagt, Herr Sterner, tolle Lösung, aber das Gas aus Russland kostet nur ein Viertel, wir bleiben beim russischen Gas. Mhm. Und letztes Jahr war das aber schon wettbewerbsfähig. Und der Hammer ist eigentlich, dass wenn ich heute Biogas- und Klärgasanlagen nehme in Deutschland und die mit solchen Anlagen ausstatte, dann könnte ich 3/4 meiner Gasspeicher in Deutschland selbst füllen. Das heißt, wir bräuchten keinen zum gleichen Preis für das LNG aus Katar, was Habeck organisiert hat. Also das ist für mich das Frappierende, dass wir das nach wie vor nicht aufgreifen als Bundesregierung und sagen, hey, wir wollen unabhängig und sicher sein in der Energieversorgung. Wir wollen ein starkes Deutschland haben, was auf eigenen Beinen steht. Warum machen wir dann nicht auch die Speicher bei uns und reden uns raus auf den europäischen Verbund und der Wasserstoff wird schon von irgendwo herkommen? Mhm. Also das ist das, was ich sage, die technische Lösung ist da, aber wir haben nie den Rahmen gesetzt, den übrigens auch die Atomkraft gebraucht hat. Mhm. Die Atomkraftwerke wurden ja nur gebaut, weil die
damaligen Kohlekraftwerksbetreiber gesagt haben, Politik, garantierst du mir, dass ich das Geld wiedersehe? Mhm. Hat die Politik gesagt, ja, weil sonst hätten wir in Deutschland keine Atomkraft gehabt. Und das Gleiche müssen wir jetzt bei den Speichern machen, dass man sagt, okay, wir bauen die Gaskraftwerke dafür oder die Wasserstoffkraftwerke, wir bauen die Speicher oder widmen die um. Und an dem scheitert's. Und nicht an der Technik. Das ist immer ganz wichtig. Also technologisch sind wir uns einig. Technologisch ist es möglich, ist es machbar, die Technologie ist da. Jetzt bin ich ja Ökonom. Jetzt frage ich mich natürlich auch, ist es ökonomisch? Also ist es bezahlbar? Auch eine gute Frage, die auch die Schweizer wieder gestellt haben bei der besagten Tagung der energieintensiven Industrie, die ja bisher sagt, 4-5 Cent pro Kilowattstunde, das brauche ich, damit ich hier bleibe. Und da muss man auch unterscheiden. Eine Stahlindustrie liefert im Umfeld von ein paar hundert Kilometern. Also die werden nicht irgendwie groß abwandern. Aber bei der Chemie ist es schon. Na, wenn die jetzt über diese Power-to-X-Verfahren, die ich damit entwickelt habe, nach Saudi-Arabien oder sonst wo hingehen, dann geht uns der Wertschöpfung flöten. Und damit halt auch die wichtige Industrie, die wir brauchen in der Wertschöpfung. Und genau, bei den Schweizern sind wir wieder bei den 4 Cent. Haben wir uns mal die Kurven angeschaut. Also sie haben ja teilweise Wind- und Solarstrom geschenkt. Den haben wir teilweise auch ins Ausland geliefert, weil wir ihn nicht brauchen konnten. Und in Norddeutschland schmeißen wir nach wie vor so viel Windstrom weg, weil wir die Stromlasten nicht haben. Kostet uns jedes Jahr 4,2 Milliarden mittlerweile. Das ist der sogenannte Geisterstrom, ne? Das ist der, ich weiß nicht, ob er Geisterstrom heißt praktisch, dass wir Überkapazitäten teuer wegverkaufen müssen, weil sonst das ganze Netz zusammenbrechen würde. Und es war jetzt in den letzten Jahren, ist es gestiegen, 2020 waren wir bei 800 Millionen und in der Zwischenzeit sind wir über 3 Milliarden, 4 Milliarden. Genau. Und das sind ja auch Kosten, die leider der Bürger tragen muss, weil sonst würde das ganze System zusammenklappen. Aber Schuld hat im Endeffekt Horst Seehofer, weil er sich gegen den Stromtrassenausbau gewehrt hat. Auch, ja. Und das ist halt das, was ich nie verstanden habe. Ich war dann mal in einer bayerischen Sendung ich setze mich dem auch immer aus, ne? In der Talkshow mit 200 Leuten, wo alle dagegen sind, dass diese Stromtrasse gebaut wird. Und ich sitze halt dann dem Vertreter vom Wirtschaftsministerium gegenüber und sage, nein, ich bin anderer Ansicht als die Staatskanzlei. Ich sehe, dass wir diese Stromtrasse nach Bayern brauchen. Und in der Folge haben die mich aus allen Gremien rausgeschmissen und keine Forschungsprojekte mehr genehmigt. Aber das war mir wurscht, weil ich sehe das, was ich aus der Wissenschaft sehe, und dazu stehe ich dann auch. Mhm. Und die Folge dessen, dass wir keine Leitungen haben, ist, dass wir im Norden Windräder abschalten, den Strom nicht nutzen, sondern trotzdem auszahlen. Ja, ist absurd. Ja. Und im Süden dann wieder andere Kraftwerke anschmeißen, Gaskraftwerke, die eigentlich nicht im Markt sind und teuer vergüten. Und das kostet uns diese 4,2 Milliarden. Und ich sage seit ewigen Zeiten im Wirtschaftsministerium, warum dürfen wir das nicht nutzen? Und auch mit der Ideologie. Da hieß es dann, ja, ihr könnt Wärme draus machen, aber bitte keinen Wasserstoff. Mhm. Das ist genau das, was Sie angesprochen haben. Also wirtschaftlich, dann sind wir wieder bei den Schweizern, sie haben Zeiten, wo sie wahnsinnig günstigen Strom haben aus Wind und Sonne. Dann haben sie aber auch diese Knappheitszeiten. Und das nivelliert sich dann aus über alles beim Strompreis von ungefähr 10 Cent. Mit dem können Sie rechnen. Weil Sie haben Wind und Sonne dann wieder für 1, 2, 3 Cent für viele Zeiten, aber dann auch wieder die Zeiten mit wenig, da brauchen Sie die Speicher. Und das sind so die ökonomischen Rechnungen, was aber inklusive CO2-Folgekosten und so weiter halt noch immer das günstigste ist, als wie wenn wir einfach weiter Kohle, Öl und Gas verbrennen und dann halt die Klimafolgekosten auf uns nehmen, Ahrtal oder woanders. Also es war dieses Jahr echt der Horror, was das an volksmittelschaftlichen Schäden verursacht. Also mit Ahrtal muss ich kurz reingrätschen. Ahrtal ist ein Event, das alle 100 Jahre passiert ungefähr, wenn Sie da mal nachprüfen. Ja, nee, aber wenn Sie gucken, seit 1500, alle 100 Jahre, gibt es leider eine große Überschwemmung im Ahrtal. Deswegen, ich finde es immer schwierig, aber wenn dann solche... Aber die Häufung hat schon mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun. Von Extremwetterereignissen, da können Sie mir vertrauen. Da kann ich, da habe ich interessanterweise... Ich kann gerne skeptisch sein, aber ich bin jetzt skeptisch, sondern da gucke ich mir einfach die Daten an. Und es ist tatsächlich Fakt, da gibt es Studien, das werden wir jetzt auch gerne einblenden, dass Extremwetterereignisse sogar statistisch gesehen weniger geworden sind und auch weniger Menschen daran gestorben sind, weil natürlich Alarmsysteme implementiert worden sind. Wir haben Internet, wir haben Handy, wir haben Alarmsysteme und natürlich auch durch den technologischen Fortschritt Häuser besser gebaut worden sind, es Vorkehrungen gibt und so weiter. Deswegen, das wird gerne verwendet, um den Menschen vielleicht ein bisschen Angst zu machen, aber ich möchte die Angst rausnehmen. Wir wollen ja lösungsorientiert sein. Deswegen, das jetzt so das zu framen, zu sagen, Leute, es wird immer mehr Unwetter geben, das kommt natürlich auch so vor, weil wir vernetzt sind. Ne? Wir kriegen jetzt mit, wenn halt auf Bali was passiert. Früher war das nicht der Fall. Ne? Da hat mein Landshut halt nichts davon gehört, wenn es in Bali eine Überschwemmung gab. Jetzt bekommen wir sofort auf X oder Twitter oder Instagram und so weiter. Und ich möchte ja genau, deswegen möchte ich ja in den Diskurs gehen und aufklären, dass statistisch gesehen es weniger
Unwettertote gibt und weniger Unwetterereignisse auch. Und das können wir gerne jetzt hier einblenden, damit man einfach sieht, der Jahresdurchschnitt von Opfern, zum Beispiel von Naturkatastrophen seit 1920, hat sich um 90% reduziert. Das ist schon gigantisch. Was ist die Quelle? Die Quelle ist hier die Welt zum Beispiel. Und die Quelle von denen war Our World in Data. Also es sind Statistiken weltweit und die Weltbank. Also ich denke mal, da kann man schon sich drauf verlassen. Und genauso auch die Verluste am globalen BIP. Deswegen lassen Sie uns da wirklich sachorientiert und faktenorientiert arbeiten, weil sonst die Panik bringt keinem was mit Ahrtal. Ahrtal war auch so ein Framing. Seit 1500, einmal in 100 Jahren passiert das einfach. Warum? Weil das ein Tal ist, das eine bestimmte geologische Formation hat. Das ist eine Klamm sozusagen, sehr verengt. Und eigentlich die Generation vergessen halt. Das ist das Problem. Ne? Der Uropa lebt halt nicht mehr, der sagen würde, Lungs baut hier kein Haus im Ahrtal, sondern geht lieber hoch auf den Berg. Deswegen bringen solche Einordnungen nichts. Aber dass der Mensch ursächlich auch beteiligt ist an der Erderwärmung, das würden Sie ja nicht bestreiten, oder? Das hat ja nichts damit zu tun jetzt, also im Ahrtal. Indirekt halt schon, und das ist, also da gibt es schon auch Studien in Science, und ich bin da voll bei Ihnen, dass wir sagen, wir machen den Menschen nicht Angst, sondern wir zeigen die Lösungen auf. Bin ich voll bei Ihnen, weil ich bin ja auch sehr stark christlich engagiert in den Kirchen, war ich schon immer, und die christliche Botschaft ist immer, fürchtet euch nicht. Ja? Und das würde ich den Leuten auch sagen, die jetzt Angst haben vor einem Heizungstausch oder dass sie ein Verbrennen nicht mehr fahren, fürchtet euch nicht. Die Welt kann auch nicht untergehen, Herr Stirner. Vor der Veränderung. Auch wenn wir mal einen Blackout haben, ich war in Kenia, ich habe nur 3 Stunden Strom am Tag gehabt, ich habe eigentlich dauerhaft im Blackout gelebt. Also es geht Sie haben überlebt. Ja, locker. Sie sitzen hier. Man braucht Essen, Trinken und ein Dach über dem Kopf. Also da echt mal einen Ball flach halten oder halt einfach die Angst rausnehmen, da bin ich voll bei Ihnen. Aber das, was wir halt sehen, ist jetzt schon, dass wir seit Aufzeichnung der, also in der Rekonstruktion, wir haben jetzt den wärmsten Juli gehabt seit 120.000 Jahren. Wir sehen, dass der CO2-Ausstoß des Menschen definitiv zu diesem Strahlungsantrieb geführt hat, dass wir halt jetzt eine Erderwärmung haben. Und desto wärmer die Erde ist, desto mehr auch das Meer, desto mehr Luftfeuchtigkeit nimmt es auf und desto mehr Energie hast du halt in der Atmosphäre. Und dann halt durch die veränderten Jetstreams, also die Höhenwinde, hast du einfach auch verschobene Wettersysteme, und diese Häufung ist schon in seiner Summe auch auf den menschengemachten Klimawandel zurückzuführen. Ja, wenn man auch nicht jedes einzelne Ereignis wie im Ahrtal, da haben Sie recht, auf den Klimawandel festnageln kann, aber in der Summe haben wir dieses Jahr in allen Ecken und Enden, und dann können Sie gerne bei der UN nachschauen und allen, auch im IPCC, was wir da halt immer wieder auch, da wird jedes Wort abgewogen in diesen Summary for Policymakers, in Zusammenfassung für Entscheidungsträger. Also das ist sehr, sehr eindeutig, dass diese Extremwetterereignisse in der Summe jetzt schon auch mit dem menschengemachten Klimawandel zu tun haben. Aber sie werden nicht mehr. Doch, also sind in der Summe, und die Opferzahlen, also ich habe 2 Jahre in Afrika gelebt, in Ostafrika, das, was wir da jetzt hatten an Zyklonen, das war nicht normal, und dann gefolgt wieder von Dürren. Ich war jetzt erst mit der Ministerin in Australien, die Buschfeuer, dann wieder die Überschwemmungen. Also diese Extreme sind deutlich mehr geworden. Also dann muss ich sagen, dann liegt die Weltbank wohl falsch, und die Welt. Also wie gesagt, wann geht denn die Statistik? Bis welchem Jahr? 1920 bis 2020. Also interessant, dass da so die. Also wir sehen auch. Was wird da gezählt? Die Einzelereignisse oder die? Also wir können nachher durchgehen. Also generell auch, ich weiß nicht, ob Sie Alex Epstein kennen, der hat auch schöne Grafiken im Buch. Werden wir jetzt auch mal die ein oder andere reinnehmen, dass wir einfach gesehen haben, dass in den letzten Jahrzehnten natürlich die Lebenserwartung gestiegen ist. Das ist auf alle Fälle. Und auch halt, also wir haben auch das Bevölkerungswachstum mehr in den Griff bekommen in vielen Ländern, aber Subsahara-Afrika genau, auch nicht. Dass natürlich auch durch mehr Energieverbrauch nicht nur die Lebenserwartung gestiegen ist, sondern natürlich auch der Wohlstand, die Weltpopulation. Natürlich sowieso. Das ist natürlich einfach zu sagen, es gibt kein Problem, weil dann müssen wir uns auch nicht verändern. Nee, Sie sagen schon, es gibt ein Problem. Weil auch unabhängig davon, von Kohle, Öl und Gas, die Länder, wo wir das herbekommen, ist ja nicht unsere Best Friends und auch nicht versorgungssicher. Also selbst wenn Sie da jetzt nicht an Klimawandel glauben, dann sollten wir es allen rein aus der Versorgungssicherheit tun. Herr Stirner, an Klimawandel braucht man nicht glauben, sondern an Klimawandel ist da, weil das Klima ändert sich natürlich stetig und wird sich auch stetig ändern. Ich kann Ihnen, also da gab es ja auch was, was dann halt auch immer wieder viel zitiert wird, die Hox-Studie von 2012, 97% der Wissenschaftler sagen, oder halt in den Studien kommt raus, die Klimaveränderung ist, so wie Sie jetzt sehen, auf den Menschen zurückzuführen. Und die Studie wurde aktualisiert, es sind mittlerweile 99%. Von daher, in der Wissenschaft ist das ganz eindeutig, und jeder, der das halt nach wie vor skeptisch ist oder leugnet, da muss ich sagen, Sie verschließen die Augen vor der Physik. Ja. Ich habe die Gravitation, wenn das Buch, ich sage, wir können es jetzt 1000 Mal ausprobieren,
es fällt runter, die Erde zieht schwere Sachen an. Und genauso ist es halt in der Physik. Wenn Sie da die CO2-Menge verdoppeln, haben Sie eine Erderwärmung von 3 Grad Celsius. Das ist Physik, die seit über 120 Jahren feststeht. Und da können Sie jetzt drüber diskutieren, wie 1 plus 1 ist vielleicht doch 3. Aber ich würde da wirklich sagen, das ist immer das Missverständnis auch in der Politik. Man denkt, man kann Sachen nachverhandeln oder diskutieren. Aber Physik ist halt Physik. Absolut, bin ich bei Ihnen. Das können Sie nicht verhandeln. Genau. Und also wir sehen, ist sehr eindeutig. Also Klima ändert sich immer. Wir sehen einen Anstieg von CO2, absolut. Mhm. Wir sehen auch natürlich, dass die Temperaturen sich in den letzten 200 Jahren erhöht haben. Genau. Da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Und da eine eindeutige Korrelation da ist, die auf Basis also von physikalischen Gesetzen da ist. Also das interessant, ist interessant, genau. Interessant finde ich halt nur, wenn dann die norwegische Regierung praktisch sagt, wir wissen aber nicht, inwiefern das CO2 dazu beiträgt. Und das sind jetzt auch keine Schwachmaten oder Querdenker. Nee, sie haben halt sehr viel Öl und Gas im Hintergrund. Das hat also auch wieder eine interessensgeleitete, kann sein, so wie wir es vorher gesprochen haben. Aber Herr Steiner, da widersprechen Sie jetzt, weil Norwegen ist, glaube ich, das Land mit der höchsten Dichte an E-Autos. Aber auch mit dem größten Öl- und Gasexport zu uns. Ja, weil es natürlich sehr ressourcenreich sind und wir sind ja abhängig von Norwegen. Genau. Ich würde mal gerne norwegische Wissenschaftler fragen oder halt, die daran mitgearbeitet haben, weil es gibt kein peer-reviewedes Paper mehr im wissenschaftlichen Prozess, was diesen physikalischen Fakt anzweifelt und auch bei der UN und so weiter. Also das ist, und selbst wenn, dann können Sie gerne sagen, okay, wir wetten auf die 1%, aber es wäre ein russisches Roulette und Sie sagen, wir machen jetzt eine Kanonenkugel, es ist über 99 Kanonenkugeln drin, ich vertraue auf die eine und ziehe ab. Es ist einfach nicht verantwortungsvoll. Aber Wissenschaft ist für mich immer Diskurs und natürlich, wenn müssen wir offen bleiben. Wenn ich höre, 99% sind sich einig, da werde ich immer automatisch, gehen bei mir alle Alarmsignale an, weil ich habe es eher anders kennengelernt in der Wissenschaft, dass man dann eher auch dann immer abwägt. Und es gibt ja natürlich auch, wissen Sie selbst, aber Wissenschaft muss ja reproduzierbar sein. Absolut. Sie müssen alle Daten offenlegen und nachrechnen und dann zum gleichen Ergebnis kommen oder es eben widerlegen. Genau. Und es hat keiner widerlegt. Gut, Punkt. Also genau. Also auch da wissen Sie natürlich, es gibt renommierte Wissenschaftler, die auch vielleicht eine andere Meinung haben. Und deswegen möchte ich diese Plattform bieten, zu gucken, was ist verifizierbar. Ja. Deswegen möchte ich jetzt auch mit Ihnen nochmal über zwei Sachen sprechen. Einmal über Power2Gas, wo Sie ja der Urheber sind. Und natürlich, wenn Sie sagen, wir sind abhängig von anderen Nationen, was ja immer gefährlich ist, man sollte sich ja autark machen. Bevor wir zu Power2Gas kommen, wäre es denn überhaupt eine Möglichkeit zu sagen, dass wir selber unsere Energiequellen wieder anzapfen? Also wir haben Öl in der oder auch Gas in der Nordsee, vielleicht sogar in der Ostsee. Wir haben Gas in der Lüneburger Heide. Wir könnten Fracking machen. Da wäre Deutschland, glaube ich, 40 Jahre lang autark. Wir haben Öl in Deutschland. Wir haben Uran im Erzgebirge und so weiter. Also wäre das eine Möglichkeit, um sich autarker zu machen? Also weil das machen ja alle anderen Länder um uns herum genauso. Also in den USA wird Fracking-Gas betrieben. Die britische Regierung will es massiv noch mal Richtung Öl und Gas gehen, aber auch Offshore-Windanlagen bauen und so weiter. Wäre das eine Möglichkeit zu sagen, man macht sich weniger abhängig, autarker von Katar, Russland oder anderen Diktaturen? Die Möglichkeit steht natürlich immer im Raum, aber Sie müssen halt auch schauen, was wollen wir als Gesellschaft und was wollen wir als Politik. Und wir haben halt die Gesetzgebung, dass wir klimaneutral werden möchten. Und das läuft halt, wenn wir jetzt wieder neue Öl- und Gasquellen erschließen, läuft das halt diesem übergeordneten Ziel zuwider. Und zudem, also das ist die eine Sache, diese umweltpolitische Dimension, das andere ist das wirtschaftspolitische, lohnt es sich, diese Quellen wieder anzuzapfen. Und wenn wir das verheiraten wollen mit der umweltpolitischen Dimension, dann müssen wir auch das CO2 wieder abtrennen und sicher speichern. Dann wäre das quasi halt ein Weg, dass wir weiterhin fossile Energie nutzen. Und das geht halt, wenn Sie das an der Quelle machen, dann am Gaskraftwerk relativ einfach. Wenn Sie jetzt Öl fördern und zu Benzin und Diesel machen, am Auspuff können Sie das CO2 nicht mehr so leicht einfangen. Ja? Also von daher verschließt sich eigentlich diese Option für uns aus der umweltpolitischen Dimension. Und aus der wirtschaftlichen her muss man wirklich auch ein Fragezeichen machen, ist es wirklich rentabel. Ja, das wäre jetzt meine Einschätzung. Bei der Kohle haben wir ja auch das über Jahrzehnte subventioniert mit Kohlepfennig. Ja, genau. Das war ja auch der Wahnsinn, dass jeder einfach automatisch mit seiner Stromrechnung den deutschen Steinkohlebau mitfinanziert und das wäre wahrscheinlich dann auch wieder notwendig und wäre deshalb auch für unsere Volkswirtschaft nicht sinnvoll. Aber würde jetzt bei den erneuerbaren Energien nicht anders sein? Wird ja auch subventioniert. Nee, die haben wir angeschoben, aber die laufen jetzt selber im Markt. Es gibt keine EEG-Umlage mehr. Die laufen alle über Auktionierung. Aber warum muss man dann weiterhin, Staatsgelder fließen ja weiterhin rein in die Entwicklung, in die Speichertechnologieentwicklung? Ja, Speicher sind aber was anderes wie erneuerbare Energien. Und bei den Speichern, das sind heute auch größtenteils... den bezahlen müssen. Nee, ja, das Milliarden. Hat aber zu tun mit der Stromtrasse, die wir nicht bauen, weil wir es politisch nicht wollten. Es hat aber nicht mit der Ökonomie zu tun. Aber wenn's die Batteriespeicher laufen heute schon einfach so im Markt. Ja, aber da werden hunderte von Gigawatts oder Megawatts auch gebaut an den alten Kernkraftwerkstandorten, weil die haben ja super Netzanschluss. Die werden da kennen nicht Pläne, das ist super. Aber wenn es so ist, warum muss man dann mit Verboten arbeiten? Wieso muss man dann sagen, Verbrennerverbot,
Heizung. Ja, das ist wieder eine andere Diskussion. Da bin ich auch eher tolerant, weil also genau. Ich hatte ja auch meinen Shitstorm von Thilo Jung auf Twitter. Was hat er gemacht, Thilo Jung? Der hat gesagt, der Herr Sterner ist ein fossiler Autolobbyist. Okay, das kann ich verneinen. Okay. Nee, weil ich halt aus Namibia zurückkomme und halt gesagt habe, schaut mal, hier haben wir ein tolles Projekt in Namibia. Ja. Wir bauen in der Wüste eine Meerwasserentsalzung, gewinnen Wasser für die Bewässerung von, wo wir Lebensmittel Wüste, anbauen oder, ja. Und machen dann eine Power-to-Ammoniak-Anlage, also E-Fuel. Ja. Aus dem Wasser spalten wir mit Hilfe von Sonnenenergie und machen dann Ammoniak, was ich dann hernehmen kann als Düngemittel. Und damit können wir ja. In der Region Top. Lebensmittel anbauen. Und habe gesagt, hey, deswegen verteufelt mir bitte keine E-Fuels. Mhm. Aber das hat der dann aufgegriffen und gesagt, ja, gut. Ja, das der war böse, halt die fossile Lobbyist. Und, ja, genau. Aber, und genau diese, ja. Aber diese Art von Diffamierung bringt uns halt nicht weiter. Überhaupt nicht. Weil man muss ja überlegen, das ist eine gute Wertschöpfung und man hilft ja wirklich auf vielen Bereichen, wenn es so ist. Und du kannst die E-Fuels auch, du brauchst sie fürs Fliegen, für den Schiffsverkehr. E-Fuels ist in Deutschland leider durch, weil das war ja, also leider, also ich bin bei noch Ihnen, aber Punkt. Die FDP ist, wollte das ja. Das ist genau diese ganze Agora-Thematik, ja. Die mich da so wahnsinnig aufregt und auch andere Kollegen in der Wissenschaft, ja. Die einfach sagen, oder Claudia Kempfert, meine Kollegin, die da sagt, E-Fuels und Wasserstoff ist ineffizient, teuer und knapp und deswegen halt der Champagner der Energiewende. Wenn wir das Ganze genommen hätten vor 20 Jahren, war der Photovoltaikstrom, habe ich eine 10-fache Vergütung bekommen für den Windstrom. Bringt im Vergleich zur installierten Leistung nur ein Viertel von dem, was Wind offshore bringt. Also ist nicht so wahnsinnig ja. Effizient. Und war damals nur ein Promille der deutschen Stromversorgung. Ja. Das heißt, sie hätten damals mit Fug und Recht behaupten können, schau mal, Solarstrom, ineffizient, teuer und knapp. Der Champagner der Energiewende, wir machen nur noch Windstrom. Das wäre damals genauso falsch gewesen wie heute, weil jetzt haben wir, wie Sie es schon gesagt haben, bei der Photovoltaik haben wir die Lernkurve bezahlt, haben wir leider nicht die Wertschöpfung für uns behalten, das war ein katastrophaler Fehler, das haben wir alles Richtung Asien abwandern lassen, das dürfen wir auf keinen Fall, das haben wir ähnlich gemacht bei den Batterien, ja. Und wir sollten es jetzt echt vermeiden, dass wir das beim Wasserstoff auch wieder so machen. Mhm. Ja. Und deswegen sage ich heute, ja, du, Elektrolyseure, Wasserstoff, E-Fuel-Anlagen, die werden alle per Hand zusammengebaut, da ist null Automatisierung dahinter und große Fabrikation und deswegen gibt der Technologie eine Chance, dass du in die Kostensenkung reinkommst. Und natürlich ist es knapp am Anfang, aber dass es teuer und ineffizient ist, das unterschreibe ich nicht. Und vor allem, wenn du das Windrad nimmst, das in Deutschland Strom macht, und das nach Chile stellst, macht es den dreifachen Ertrag an Land. Und wenn ich daraus dann E-Fuel mache und das E-Fuel nach Deutschland bringe, dann komme ich mit meinem Verbrenner genauso viele Kilometer gefahren, wie wenn ich das Windrad in Deutschland lasse und mit dem Elektroauto fahre. Das ist auch immer so lobbygetriebenes ja. Bashing von E-Fuels, was ich nicht gelten lasse. Die Effizienz bleibt gleich, da ist der Verbrenner dreifach besser, aber der Ausnutzungsgrad von so einer Windkraftanlage ist einfach wesentlich höher und du kannst in Länder gehen, da bist du nicht mehr abhängig von einzelnen Öl- und Gasländern, du kannst überall auf der Welt halt Wertschöpfung machen mit solchen E-Fuels und du kannst ein Molekül viel leichter transportieren wie Strom. Also bitte nicht diese Technologie verteufeln. Gut, also genau, bin ich absolut bei ja, Ihnen. Und beim Verbrenner, das ist das, was die Leute total ärgert, weil Agora, Energiewende und alle Studien sagen, wir schaffen die Klimaziele im Verkehr, wenn wir nur noch neue Elektroautos haben. Bitte schaut mal raus in die Realität. Also wird nicht funktionieren. Ich meine, selbst der BMW-Chef sagt ja, dass es nicht funktionieren wird. Und du brauchst was für einen Bestand. Es gibt da draußen noch 50 Millionen normale. Ja, und auch die Ökobilanz von E-Autos. Ne? Also ja, da müssen wir überlegen, wo kommen genau. Die Metalle her und so weiter. Also das ist ja auch alles ein bisschen Milchmädchenrechnung. Das umweltfreundlichste Auto ist das Gasauto mit grünem Gas aus Power to Gas. Mhm. Laut ADAC-Vergleich. Ja. Weil du halt nicht die Metalle drin hast bei der Batterie. Mhm. Also ich glaube, das Perverse auf EU-Ebene ist, dass die Lobby aus dieser Schiene also so stark ist, dass du sagst, das E-Fuel-Auto, wenn ein neuer Verbrenner kommt, muss von vorne bis hinten klimaneutral sein. Also von der Produktion, von Autoherstellung, beim Fahren. Ja. Und beim Elektroauto sagen wir, das hat null Emissionen und wir machen die Augen zu, wo der Strom herkommt, wir machen die Augen zu, wo die Batterie herkommt. Das ist einfach kein fairer Vergleich. Das Problem ist beim E-Auto, dass man halt erst praktisch ab dem Auspuff, der nicht vorhanden ist, beim E-Auto misst und das ganze andere vergisst. Also wir brauchen viel mehr seltene Erden. Deswegen ist es Quatsch, deswegen sage ich schon, also Verbote ist eigentlich Blödsinn. Also lass es halt den Markt entscheiden, setz den CO2-Preis.
Und exakt, das sind wir beide marktliberal und genau. Das würde ich auch sagen, weil der übergriffige Staat bzw. der Staat, der alles vorschreibt, der ist sehr unbeliebt oftmals und wir wissen ja, dass der Staat ein schlechter Unternehmer ist. Es ist halt die Verzweiflung, dass es der Markt alleine nicht richtet und schauen wir, seien wir uns mal ehrlich, letztes Jahr, als die Gaspreise und die Benzinpreise durch die Decke kamen, da kamen sofort wieder die Preisdämpfer und wir haben da Milliarden reingebuttert. Behindert. Weißt? Ja. Und das Gleiche ist dann wieder, wenn du sagst, es richtet alles der CO2-Preis, weil jetzt haben wir dieses Jahr den Heizungshammer gehabt und wenn dann in 5 Jahren auf der Bildzeitung der CO2-Preishammer muss wegsteht, dann haben wir auch wieder ein Problem. Mhm. Also wenn man schon sagt Marktwirtschaft, dann muss man den auch wirken lassen. Ja, ich bin auch für weniger Staat und mehr Markt, da bin ich ganz bei Ihnen. Allerdings glaube ich halt in einer multipolaren Welt mit hohen Unsicherheiten und geopolitischen Anspannungen ist glaube ich doch ratsam auf die eigenen Energiequellen zuzugreifen. Ja. Wird wahrscheinlich auch zwangsmäßig kommen. Ja, und deswegen sage ich in den Vorträgen immer, jeder der gegen Wind- und Solarparks ist, wo geht denn das Geld dann hin? Weiterhin für Kohle, Öl und Gas, woanders hin ins Ausland. Also wenn ihr einen Funken Patriotismus in eurem Herzen habt und euer Land liebt und eure Heimat liebt, dann seid ihr für Wind und Solarenergie. Wie steht es denn um die Effizienz, wenn ich Strom zu Wasserstoff umwandle und dann anschließend die Energie des Wasserstoffs wieder zurück in Energie umwandle? Also geht da nicht extrem viel verloren? Ja. Wie viel können Sie das mal definieren, wie viel Prozent? Also von Strom zu Wasserstoff ungefähr 30%, okay. Wenn Sie die Wärme nicht nutzen. Ja. Vom Wasserstoff zum Methan, also zum Ersatz fürs Erdgas, erneuerbares Gas nochmal so 10%, dann sind sie bei 60. Und dann das wieder zurückverwandelt in Strom in einem Gaskraftwerk, also Speichern ist super effizient, sind sie bei einem Wirkungsgrad von 30%. Das ist jetzt. Also 70% geht verloren? Ja, wie bei einem Kohlekraftwerk, wie bei einem Atomkraftwerk. Okay. Mhm. Wie beim Verbrennungsmotor. Ja. Und es hat uns bisher nicht gejuckt, weil es wirtschaftlich war. Und das ist hier auch wieder, natürlich sage ich nicht, das ist okay, so viel Strom wegzuschmeißen, aber vergleichen Sie es, setzen Sie es in Relation. Wenn Sie die Abwärme nutzen und das nicht in einem Gaskraftwerk zurückverstromen, sondern in einem Blockheizkraftwerk zu Hause oder irgendwo, dann haben Sie da schon wieder eine Wirkungsgradsteigerung auf 50%. Und vor allem, was haben Sie denn für eine Alternative für eine Dunkelflaute? Ja. Wenn Sie Batterien nehmen, die sind zwar, wenn Sie rein rausgehen, doppelt so effizient mit 80%, aber laden Sie mal Ihr Handy, lassen Sie es ein halbes Jahr liegen. Was passiert? Können Sie es noch einschalten? Es hat sich selbst entladen. Genau. Und das ist der Punkt bei den Batteriespeichern. Die sind gut für den täglichen Rhythmus, ne, dass ich Sonne speichere. Ja. Aber wenn ich jetzt die Sonne vom Sommer in den Winter bringen will, dann ist eine Batterie nicht das Richtige. Und das ist das, Sie haben dann einen Wirkungsgrad von null. Genauso wenn Sie den Strom oder wie Sie sagen Geisterstrom im Norden wegschmeißen, haben Sie auch einen Wirkungsgrad von null. Und wenn Sie den halt ins Gasnetz bringen und da speichern, Moleküle hauen ihn nicht ab, dann können Sie daraus wieder Strom machen. Und mit einem Wirkungsgrad von 30%, das ist 30 mal mehr, als wie nichts zu haben oder halt nur gar nichts. Okay. Die Financial Times hat vorgerechnet, dass die durchschnittlichen Kosten bei der Wasserstoffgewinnung mittels Elektrolyse ohne Betriebsausgaben und Kapitalverzinsung bei $62 je Megawattstunde liegen. Das ist natürlich extrem teuer. Wenn Sie gucken, der aktuelle Erdgaspreis ist bei ungefähr 30. Bei 30 ist der nicht mehr. Ja, jetzt ist er bei 40 vielleicht. Das war vor Ukraine. Also wie soll das wettbewerbsfähig sein? Und ich meine, mit Kapitalverzinsung sind wir wahrscheinlich eher bei 70 oder 80 sogar, weil umsonst gibt keiner denjenigen Geld. Bei den derzeitigen Zinsen schon, ja. Genau, wie ist das ökonomisch vertretbar oder wie kann man das dann wirklich kostengünstig produzieren? Indem, dass Sie in Länder gehen, wo Sie sehr, sehr viele ungenutzte Wind- und Solarressourcen haben, sei es jetzt die MENA-Region oder halt Lateinamerika, Afrika wo Sie, oder Australien, wo Sie tous les jours immer konstant Windstrom haben, wie ein Wasserkraftwerk. Ne? Also in Chile, wo die E-Fuel-Anlage bauen, die können kaum die Windräder aufbauen, weil da die ganze Zeit der Wind geht. Also das ist wirklich. Und dadurch bekommen sie die Kosten nach unten, indem dass sie halt wirklich Grundlast erneuerbare Energien nutzen. Aber ist das noch CO2-neutral? Wenn ich dann mit Tankern das alles herbringe? Weil die Tanker natürlich. Also halt wenn ich der Tanker selber nicht, wenn der auf fossiler Basis läuft. Aber halt, alle. Also wenn Sie das mit Grün, deswegen ist Ammoniak so interessant, weil das können Sie auch aus Schiffstreibstoff hernehmen. Und und da gibt es 150 Häfen, also Ammoniak ist relativ gut von der Infrastruktur. Da können Sie auch Ammoniak-Kraftwerke bauen, das wäre auch technisch möglich. Und dann gehen Sie halt, oder Sie gehen nach Kenia und gehen an einen Geothermie-Standard oder gehen an einen Wasserkraftstandard. Energie, die sie sonst nicht nutzen könnten. Wir haben ja Desertec probiert. Das ist ja gnadenlos gescheitert, weil man Stromleitungen einfach nicht so leicht bauen kann. Mhm. Ja? Und ab einer gewissen Distanz von 300-400 Kilometern ist es immer ein Zehnfaches günstiger, Moleküle zu transportieren als wie Strom. Ja. Ja? Und von daher, sie gehen dann an Orte, wo sie
eine hohe Auslastung dieser Anlagen haben, die konstant laufen, dann kommt der Strompreis runter und dann kommen auch die Kosten für den Wasserstoff runter. Und damit wir die jetzt nach Deutschland holen, haben wir so ein doppeltes auktionsmarktbasiertes Instrument entwickelt, das heißt H2 Global. Da hat Christine Falken-Grosser im Ministerium wahnsinnig gut mitgearbeitet, aber auch der Timo Bollehei und der Markus Exenberger, die jetzt in Hamburg sitzen, von der GEZ. Und da ging es um die Frage, da haben wir genauso was gemacht in Marokko. Wie kannst du aus Marokko Wasserstoff nach Deutschland bringen? Und dann die verschiedenen, da hat die Bank gesagt, das muss sich lohnen. Dann hat der Investor gesagt, ich mache das nur, wenn ihr mir das 10 Jahre abnehmt. Und dann haben die Deutschen gesagt, ja, aber es ist uns viel zu teuer, weil Gas ist viel günstiger. Ja. Und dann haben wir gesagt, okay, wir machen so ein auktionsbasiertes System, wo wir sagen, für 10 Jahre nehmen wir dem Bestbietendsten, geben wir einen fixen Liefervertrag, dass der seinen Return of Invest hat und die Banken mitspielen für 10 Jahre. Und das kaufen wir dann ein, bringen es nach Deutschland und innerhalb von Deutschland verauktionieren wir das an den Meistbietendsten jedes Jahr. Und die Differenz gleichen wir aus über staatliche Gelder. Und dieser marktbasierte Mechanismus ist aufgenommen worden, damals schon von Altmaier und dann auch von Habeck unterschrieben. Und da gehen jetzt 3,5 Milliarden Euro rein und das ist weltweit jetzt ein Vorbild geworden zur Markteinführung. Die Japaner wollen es kopieren, die Amerikaner, die Niederländer, in der Europäischen Wasserstoffbank spielt es die zentrale Rolle, dass wir eben nicht über diese Gebots- und Verbotsregulierung, sondern halt über ein marktbasiertes Instrument diese Kosten überwinden. Und wenn dann halt der CO2-Preis ansteigt, dann brauchst du das Instrument irgendwann nicht mehr. Das ist überflüssig geworden. Wir sind da auch mit der Börse in Leipzig zusammen, wo wir halt so einen Wasserstoffindex auch mitentwickelt haben. Und dann läuft es wie der Strom- und Gashandel über Wasserstoff. Aber diese Anfangszeit musst du überbrücken mit staatlichen Geldern und das läuft volkswirtschaftlich am kosteneffizientesten über ein marktbasiertes, auktionsbasiertes System. Ja, und das war zum ersten Mal was, wo wir nicht wie beim EEG gesagt haben, fixe Einspeisevergütung, weil auch das habe ich erlebt im Ministerium. Wir haben die Sachen gerechnet, damals noch, wir waren das Röttgen und dann bei Röttgen war es. Und dann bist du da als Wissenschaftler und rechnest denen mit dem DLR zusammen und anderen vor, wie die EEG-Umlage explodieren wird, wenn du nicht die Fördersätze für Photovoltaik kürzt. Mhm. Und wir haben gesehen, dass die Module durch die chinesische Produktion alle viel günstiger werden. Ja. Mhm. Und dann haben wir das dem Ministerium vorgerechnet. Das habe ich auch ins Buch reingeschrieben. Und dann waren wir bei einem Abteilungsleiter, beim Herrn Urban Ried, und der hat gesagt, jetzt habe ich es dem Staatssekretär mitgegeben, aber der sitzt jetzt im Aufsichtsrat. Und ein paar Wochen später hat er gesagt, der sitzt im Aufsichtsrat vom FC Köln mit dem Herrn Asbeck von der Solarindustrie, und der hat dann wieder gesagt, wir lassen die Fördersätze. Vetternwirtschaft, Filz, ja, ist zum Kotzen. Und dann hast und von daher, das ist dann für uns Wissenschaftler wieder schwierig, wenn wir sagen, hey Leute, wir weisen auf was hin, was langfristige Folgen hat. Und dann kam ja die ganze Kampagne, der Strom ist zu teuer, mit der Zielgruppe der SPD, der kleine Mann. Und dann haben wir die Diskussion um EEG gehabt. Und mein Gott, was hätten wir uns da einsparen können, wenn wir ein bisschen mehr auf die Wissenschaft gehört haben. Und von daher freut es mich, dass wir da jetzt marktbasiert unterwegs sind. Sehr gut, finde ich auch gut. Problem ist tatsächlich, also ich habe da auch Insider-Informationen, zum Beispiel hat dann auch Staatssekretärin, auch andere im Bundeswirtschaftsministerium, haben tatsächlich Habeck und Co. gewarnt, dass der grüne Strom bzw. der Atomausstieg eben den Strompreis nicht günstiger macht und wurde dann nicht gehört. Warum? Ja. Weil man gesagt hat, es passt nicht in die Parteilinie oder ist halt nicht gewollt. Ja, aber das ist immer, wissen Sie, die Union hatte die harte Parteilinie Wirtschaft und Sicherheit. Genau. Bei der SPD ist der kleine Mann und die soziale Gerechtigkeit, und bei den Grünen ist halt einfach in ihrem Narrativ natürlich der Atomausstieg. Mhm. Und man muss ehrlich sagen, wir hätten heute keine Solarwirtschaft oder Bayern wäre nicht Sonnenland. Und wie Söder immer sagt, wenn wir nicht diese Anti-Atomkraft-Bewegung gehabt hätten, die dann auch zur Solarstromforschung kam und dann das EEG eingeführt wurde, dann hätten wir heute nicht diesen globalen Boom. Also es hat immer auch seinen Nutzen, aber die Information habe ich auch ans Ministerium, dass es letztendlich eine politische Entscheidung war, die Atomkraft abzuschalten zugunsten der Kohlekraft, was natürlich klimatechnisch nachteilig ist. Leider, total konträr eigentlich. Und das verstehen halt die Menschen auch nicht mehr. Ja, ja. Und deswegen, alles Extreme ist immer schädlich, finde ich, für die Demokratie. Und das sehen wir halt momentan, dass Wir haben halt auch die anderen Entscheidungen auch unter der alten unionsgeführten Regierung gehabt, die halt in die gleiche Richtung. Absolut. Also Merkel war jetzt kein Deut besser. Brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber jetzt sagen Sie natürlich, klar, wir können mit dem Wasserstoff aus Kenia und Australien und so weiter. Aber sehen Sie nicht da die Gefahr, vor allem in einer multipolaren Welt, dass wir uns wieder in Abhängigkeiten geben, weil es kann ja dann auch in Kenia auf einmal einen Regierungsumsturz geben, auf einmal sind da irgendwelche Extremisten, Militärjuntas an der Macht und so weiter. Also so eine wirklich zufriedenstellende Lösung, finde ich, ist das jetzt nicht wirklich. Also jetzt ist es ja noch katastrophaler. Wir haben sehr wenige Länder mit fossilen Ressourcen, die auch alle meistens Diktaturen haben oder halt wackelige Demokratien oder Autokraten, so wie in Russland, und deswegen
das ist jetzt definitiv nicht besser. Und durch den Wasserstoff und E-Fuels und Power-to-X haben wir halt die Chance, das wirklich zu diversifizieren und viele, viele Länder. Deswegen gestern war ich ja mit der Ministerin zum deutsch-italienischen Workshop, wo wir aus Algerien und Marokko versuchen, eine Wasserstoffpipeline zu packen. Ist dann natürlich wieder, muss ich auch wieder Fragezeichen machen, Wasserstoff ist ein schönes terroristisches Anschlagsziel, explodiert auch schön. Und von daher bin ich immer wieder dann der Fan von den E-Fuels, weil Gas ist nicht so leicht zum Explodieren zu bringen oder halt andere Derivate. Und aber das machen wir jetzt mit Schottland, das machen wir mit Spanien, das machen wir mit Kanada. Also wir können wirklich um die ganze Welt und alleine die Chance, die da für den globalen Süden drinsteckt, dass du Wertschöpfung aufbaust und dadurch Arbeitsplätze schaffst und dadurch auch den Migrationsdruck nach Europa senkst, weil die Leute, keiner verlässt seine Heimat gern. Ne? Also ich kenne es ja selber, ich habe das erlebt, wie die Kenianer selber ihr Hab und Gut gepackt haben und Richtung Norden aufgebrochen sind. Und die haben gesagt, wir haben hier einfach durch den Klimawandel und durch fehlende Jobeinkünfte keine Chance mehr. Und die einzige Lösung ist Gesundheit, Frauenbildung, dass die Frau nicht schon mit 13, 14 verheiratet wird und Kinder bekommt, sondern wirklich einen Job lernt. Und dann braucht sie aber auch Jobs, die wieder an der Energie hängen. Ja? Und deswegen erneuerbare Energien und dann halt Wertschöpfung vor Ort in Subsahara-Afrika und so weiter, schafft dann wieder halt stabilisierende Elemente, sodass die Menschen auch weniger gezwungen sind, ihre Heimat zu verlassen und bei uns diese Grenzkonflikte zu provozieren. Und von daher bin ich da echt ein großer Fan von, das finde ich total toll an der Wasserstoffstrategie, dass wir uns da wirklich jetzt diversifizieren, statt auf wenige einzelne Länder, auf viele Länder setzen. Und wenn da mal ein Land wegfällt oder nicht mehr so zuverlässig liefert, dann haben wir noch viele, viele andere Länder. Okay. Und das ist für mich schon relativ schlau, weil Sie merken es ja auch selber, wir sind ein super dicht besiedeltes Land und es hat auch immer Konflikte, wenn wir Wind- und Solaranlagen errichten, und wir können froh sein, wenn wir so viele Wind- und Solaranlagen errichten, dass wir den eigenen Strom, den wir brauchen, haben für die Speicher, für die Elektroautos, für die Wärmepumpen. Und ein Wasserstoff, das zeigt unser Wasserstoffatlas.de, wir hätten das Potenzial, auch bei uns Deutschland selber unseren eigenen Wasserstoff herzustellen, aber das würde halt einfach wirklich Tausende von Windrädern bedeuten und dann hast du wieder eine Abwägung im gesellschaftlichen Konflikt. Ne? Mhm. Will ich das sehen und wie effizient ist das? Und deswegen ist halt der Wasserstoff hier schon eine große Chance, dass ich das halt an Orte bringe wie in Australien. Die haben nur 3 Leute auf einem Quadratkilometer, also ein Bruchteil von der Bevölkerungsdichte wie wir. Und ja, oder in anderen Ländern halt dort das dann mache. Und dann das wird die globalen Wertschöpfungsketten natürlich verlagern. Aber wir sind bisher Importnation und werden es zukünftig auch zum Teil auch bleiben. Mhm. Genau. Also ich sehe das wenig kritisch, sondern eher große Chancen, dass wir da wertebasierte Energiepartnerschaften aufbauen. Und über solche Ausschreibungen haben wir auch die Kriterien in der Hand. Und das ist halt das, was auch wieder, sorry, da sind wir wieder bei der Agora-Lobby oder halt der Finanzier, der Harvey, der da dahinter steckt, der ja auch Transport and Environment in Brüssel finanziert und die ganzen, die halt immer gegen, eigentlich nur für Elektromobilität lobbyieren und die E-Fuels immer ganz schlecht machen. Und das fällt mir dann halt auch wieder auf, weil die machen es dann, die sagen zwar, ja, wir brauchen diese E-Fuels auch für den Flugverkehr, aber die setzen dann die Latte so hoch, dass bei uns keiner wieder investiert. Die sagen, wenn ihr das in Deutschland macht oder Europa, dann muss da zusätzlich ein Windrad stehen, das muss zeitgleich den Strom abnehmen und den Wasserstoff wandeln. Und dann ist die Latte so hoch, dass die Leute in Deutschland sagen, dann gehen wir halt nach USA. Die machen das einfacher. Genau. Und das ist halt die Gefahr, die ich sehe. Wir scheitern dann an unserer deutschen Gründlichkeit, weil wir alles immer 100% machen möchten. Und wir sollten jetzt am Anfang einfach die Sache wachsen lassen. Und dann kann man sagen, okay, wenn das erste Gigawatt steht oder in 10 Jahren, dann greifen unsere Nachhaltigkeitskriterien. Weil das, was wir momentan mit dem Wasserstoff machen, regulatorisch, ist so, wie wenn ich vor 20 Jahren gesagt hätte, also jede Solaranlage muss frei von Kinderarbeit sein und frei von seltenen Erden und darf nur begonnen werden, wenn noch zusätzliche Grundschule gebaut wurde. Also so im übertriebenen, zugespitzten Sinn. Ja. Und das machen wir gerade beim Wasserstoff, gerade bei den Leuten, die den Wasserstoff nicht wollen. Andererseits sehe ich, dass Politiker den Wasserstoff nutzen, um den Leuten zu sagen, so wie ich es vorher gesagt habe, du kannst bei deinem Auto bleiben, der Heizung kann drin bleiben. Irgendwann kommt der Wasserstoff, das ist das neue Öl, das ersetzt es 1:1. Also das ist auch wieder hier die Gefahr, dass die Leute dann einfach in die Passivität kommen und sagen, ah, Gasheizung wird dann schon mit Wasserstoff weiterlaufen. Und da sehen wir es halt aus der Wissenschaft heraus gerade nicht. Weil die Wasserstoffheizung ist 5-mal so teuer wie Heizen mit einer Wärmepumpe, wenn du es über die Betriebszeit siehst. Ja? Okay. Und du sparst dir mit einer Wärmepumpe auch, wenn ich jetzt sage, ich lasse Öl und Gas einfach weiterlaufen, der CO2-Preis, der kommen wird,
Das war eine schöne Prüfungsaufgabe jetzt im letzten Semester, habe ich es ausrechnen lassen. Und da kam halt raus, dass du dir halt mit einer Wärmepumpe mit Solarstrom jedes Jahr 2000 Euro sparst und hast nach 20 Jahren 40.000 Euro gespart. Da kannst du dir locker eine Wärmepumpe leisten, anstatt den Ölkessel jetzt drin zu lassen. Mhm. Und diese Verunsicherung und da jetzt das Trostpflaster Wasserstoff drauf zu kleben, ist auch wieder gefährlich. Ja. Weil es den Leuten einfach sagt, hey, der kommt schon. Aber dann, wenn die erste Wasserstoffrechnung bekommen, dann sagen die, hast du einen Vogel? Ja. Und das müssen wir halt auch wieder vermeiden oder halt, ja, und da sind wir auch in der Diskussion. Aber das ist dann auch wieder getrieben von Lobbykräften, die halt einfach sagen, hey, ich will mein Gasnetz behalten. Ja, klar. Gibt überall Interessen, immer cui bono, wem dient es? Genau. Genau. Wenn euch natürlich jetzt die Argumente von Herrn Sterner überzeugt haben, schreibt es mal runter in die Kommentare, was ihr glaubt, wo die Reise hingeht und natürlich Abo dalassen. Bevor wir jetzt zur Abschlussfrage kommen, nämlich, ich würde gerne so ein paar Rapid-Fire-Questions Ihnen stellen. Da können Sie gerne mit Ja oder Nein antworten. Ja. Danke ich Ihnen jetzt schon mal auf jeden Fall für das aufschlussreiche, spannende und auch konstruktive, polarisierende Gespräch vielleicht. Fangen wir ganz einfach an. Glauben Sie, dass wir klimaneutral werden bis 2045? Ja, wenn wir als Gesellschaft alle zusammen mitmachen, genauso habe ich es reingeschrieben ins Buch, es ist eine gemeinschaftliche Aufgabe, die wir halt nur gemeinsam auch lösen können. Und dafür braucht man ein gemeinsames Zielbild, den Dialog miteinander. Okay. In diese Richtung schauen und wenn ich sage, ich bin schon alt, dann soll ich es bitte für meinen Enkel tun, ich habe Nachfahren. Mhm. Keine Generation hat uns die Erde so hinterlassen vor uns, wie wir es jetzt gerade tun und von daher denke ich, ist es auch in unserer Verantwortung, auch global, wir müssen da unseren Beitrag leisten, der Rest macht dann der liebe Gott, aber wir sollten unsere Verantwortung übernehmen und ich bin zuversichtlich, wie Sie schon gesagt haben, fürchtet euch nicht, keine Angst, wir schaffen das. Da schon die nächste Frage, ist Panik ein guter Ratgeber? Nein. Ja. Helfen die Klimaaktivisten und Klimakleber der Klimabewegung? Die Klimakleber definitiv nicht, weil sie auch wieder halt zu negativen Gefühlen führen, Wut und Angst und Ablehnung und Ärger. Okay. Verbinden wir da negativ. Aber ich war auch bei Fridays for Future als Scientist for Future, habe vor 60.000 Leuten in München geredet und die Energie war wahnsinnig gut aus der Mitte der Gesellschaft. Da, ich beobachte aber auch teilweise Tendenzen, dass das jetzt nicht mehr so in der Mitte der Gesellschaft sind, die Fridays. Aber insgesamt ist das eine sehr gute Bewegung gewesen für unser Land, um das ins Bewusstsein zu rufen. Ja, für Umweltschutz geht immer. Dann, glauben Sie, dass es ein CO2-Konto gibt für die Bundesbürger irgendwann mal? Dass CO2 was? Ein CO2-Konto, dass jeder, wie es Herr Schöllenhuber empfohlen hat, dass jeder ein CO2-Guthaben hat. Nein, ich glaube das nicht. Das nicht. Also das haben ja die großen Mineralölkonzerne gemacht, dass sie gesagt haben, jeder hat seinen CO2-Fußabdruck, um da abzulenken, dass das Problem eigentlich über diese 10, 15 größten Multi-Öl- und Gasfirmen zu lösen wäre. Das wäre relativ einfach bei ein paar wenigen Firmen, also wie bei 8 Milliarden Menschen. Ja. Aber ich glaube schon, dass der Mensch eine positive Rückpendung braucht für sein klimaneutrales Verhalten. Das Klimageld ist, was ich überhaupt nicht verstehe, warum das die Koalition in der Ampel nicht umsetzt. Mhm. Wir machen, und es kann auch nicht sein, Niederlande hat gestern einfach gesagt, wir schaffen die fossilen Subventionen ab. Deutschland subventioniert nach wie vor mit 65 Milliarden Euro Kohle, Öl und Gas. Und wenn wir das Dienstwagenprivileg beispielsweise abschaffen, dann könnte man dauerhaft ein ganzes Jahr lang für ganz Deutschland ein 9-Euro-Ticket finanzieren. Mhm. Also so, dass auch der kleine Mann und die kleine Frau was davon hat, die einfachen Leute. Und weil das halt nicht ankommt, deswegen ist die Bevölkerung auch so unzufrieden. Mhm. Und das Klimageld wäre meines Erachtens eine viel höhere Priorität als alles andere. Mhm. Wird die Welt in 100 Jahren noch auf Öl, Kohle und Gas zugreifen? Nein, weil das viel zu teuer geworden ist, das zu erschließen und das werden wir nicht mehr brauchen. Sehen so Sie, wie es auch über Jahrtausende war. Mhm. Wir haben uns immer 100% erneuerbar versorgt mit Wind, Sonne und vor allem auch mit der Biomasse, mit dem Holz, was wir verbrennen. Mhm. Das ist erst ein kurzes zeitliches Zeitfenster in der Menschheitsgeschichte, dass wir Kohle und Gas nutzen, aber es wird bald vorbei sein. Mhm. Okay. Glauben Sie, dass Atomenergie in 100 Jahren noch verwendet wird? Es kommt auf die Technologieentwicklung davon, das kann ich nicht sagen, aber ich vermute ja nicht. Mhm. Okay. Glauben Sie, es wird drastische technologische Entwicklung geben im Bereich Energie? Also freie Energie, Tesla, Kernspaltung. Es kann alles kommen. Mhm. Also da bitte nicht die Denkschranken zumachen. Ja. Freie Energie ist meistens eher im Esoterischen verortet, aber halt denken Sie mal 100 Jahre zurück, wie unterschiedlich, als dieses Gebäude gebaut wurde. Mhm. Ist ja perfekt. Da haben die Menschen noch mit Kohle überall geheizt und hatten nicht den Horizont. Die hatten noch, wussten nicht, dass wir weltweit vernetzt sind über IT. Also man soll offen bleiben. Mhm. Auch für neue Ideen und auf Eingebungen auch hören. Und bin mir sicher, dass wir tolle neue Erfindungen haben werden. Aber ich würde mich nicht darauf verlassen. Ja. Können Sie die Politik vielleicht zu mehr Sachverstand animieren? Sie haben ja Kontakte bis in die Bundesregierung. Ja. Ich bin daran gescheitert. Vielleicht haben Sie noch die Möglichkeiten. Ich mache das jetzt seit 15 Jahren, seitdem ich im wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen drin war, auch mit Schellenhuber und Ramsdorf und so weiter.
Und ich merke schon, dass es eine Wirkung haben kann, aber halt auch, das sind immer Menschen, das dürfen wir nicht vergessen, die haben auch Zwänge und denken halt wie die CEOs meistens in zu kurzen Zeiträumen. Wir brauchen das Denken von einem guten schwäbischen Familienunternehmen, was langfristig denkt und Generationen. Generationenübergreifend denkt. Und ich kann meinen Job als Wissenschaftler tun, das ist auch mein Mandat, da für Fakten zu sorgen, so wie wir sie auch gerade hatten, und auch mal Sachen kontrovers zu diskutieren und zu schauen, wo ist denn der Konsens. Aber die Umsetzung, das ist dann das politische Mandat der Gewählten. Und da hoffe ich einfach, dass wir solche Sachen schauen, was sind unsere Zielbilder, was sind die Interessen, und dann zum Wohle aller die richtigen Entscheidungen treffen. Glauben Sie, dass also Wasserstoff, E-Fuels oder auch also Power to Gas ökonomisch sein wird? Ja. Okay. 100 Pro. Mhm. Und das ist das Schöne, es kommt wieder mal aus Deutschland, aber umsetzen tut es dann teilweise wieder die Welt. Und das ist das Land der Dichter, Denker, Erfinder, aber nicht der Umsetzer. Und da müssen wir definitiv besser werden, dass wir die Wertschöpfung, die wir durch unsere Ideen generieren, das ist auch unser Rohstoff, dass wir die auch bei uns halten. Und so entsprechend, es geht dann nicht bloß um Klima- oder Umweltpolitik, es geht da um knallharte Industrie- und Standortpolitik. Und da haben wir definitiv noch Aufholbedarf, aber ich bin mir sicher, dass wir da auch zum Exporteur von Wasserstofftechnologie werden, die Welt braucht und auch umsetzen wird. Mhm. Ihre Worte in Gottes Ohren. Und hoffen wir's. Ihr seht also, man kann auch unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem respektvoll als auch liebevoll und sympathisch miteinander umgehen. Das ist ganz, ganz wichtig. Total. Bitte seid auch so da draußen, egal zu welchem Thema, ob Fußball, ob Corona. Die Basis von allem. Oder was auch immer, Religion und so weiter. Wir müssen wieder Brücken bauen. Und Respekt. Deswegen danke ich Ihnen auf jeden Fall, dass Sie sich Zeit genommen haben. Mir hat es großen Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass ich Sie auch natürlich zum Nachdenken angeregt habe. Gerne. Genauso wie Sie mich. Schauen wir gerne die Sachen auch nochmal an. Ja. Das ist ja nett, das freut mich sehr. Und vielleicht sehen wir uns auch gerne wieder. Ich würde gerne das Gespräch dann auch wieder aufnehmen in Zukunft. Zu passender Gelegenheit. Vielen Dank. Sehr gerne. Ihnen auch. Herzlichen Dank für die Einladung. Gerne.